Mal das funktioniert. Ansonsten, ich muss, glaube ich, hier noch ein bisschen runterschrauben. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, genau, neuer Versuch. Könnt ihr mich hören? Ich bin gerade beruflich bedingt nicht zu Hause und habe schlechtes Internet hier. Und muss mir einen Hotspot machen mit meinem Handy. Jetzt ist die Frage, ob das funktioniert oder nicht. Wenn das jetzt funktioniert, dann hätte ich jetzt Lust und Zeit vorzulesen. Aber wenn das Internet überhaupt nicht mitmacht, dann kann ich es leider auch nicht ändern. Dann müssen wir das verschieben. Dann machen wir nächste Woche sicher ein, weil ich dann kurz zu Hause bin. Also jetzt wird mir gerade grün angezeigt. Könnt ihr mich hören? Das ist schwankt ein bisschen immer, aber es scheint ganz gut zu funktionieren. Mehr oder weniger. Aber es sind ja wieder ein paar da. Okay, ihr hört mich perfekt. Also ich habe jetzt einen Handy-Hotspot gemacht. Ich hoffe jetzt einfach, dass es funktioniert, weil ich habe eigentlich gutes Handynetz. Nur mein WLAN hier ist grausam. Das ist schon zum normalen Netflix gucken, funktioniert das gar nicht. Oder YouTube. Nur etwas leise. Ja, ich habe ein anderes Mikrofon, weil ich unterwegs bin. Ich habe das mitgenommen. Weil ich gerade für ein paar Monate quasi am Reisen bin. Aller guten Dinge sind zwei. Ich hoffe, es bleibt bei zwei. Ich kann mal gucken, ob ich das irgendwie lauter machen kann. Das könnte theoretisch irgendwie gehen. Kenne mich jetzt hier nicht aus. Gut. Ich mache das jetzt mal ein bisschen lauter. Und ihr sagt einfach Stopp. Ich mache jetzt mal plus 6. So. Ich habe mal plus 6 gemacht. Ist das jetzt schon genug? Oder? Also ich habe mal plus 6 gemacht. Ich kann es auch noch lauter machen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade hört. Hier sind gerade Flugzeuge. Ich hoffe, die stören nicht so sehr. Ich höre sie auf jeden Fall, dann müsstet ihr sie wahrscheinlich auch hören. Ich habe schon lange nicht mehr mit dem Mikrofon hier gearbeitet, weil ich habe mir ein neues gekauft vor einer Weile. Für zu Hause. Aber das ist ein bisschen größer, das kann ich schlecht in meinen Koffer packen, wenn ich so viel unterwegs bin. Jetzt habe ich mein altes wieder eingepackt, weil das ist nur ein Kabel. Bisschen lauter geht noch. Okay, weißt du was? Ich höre da auf dich. Ich mache noch ein bisschen lauter, dann machen wir mal. Plus 10. Und hoffe, es wird nicht zu laut. Okay. Ich will euch nicht aus dem Bett schreien. Ja, ich kann es leider nicht ändern. Ich habe hier unterwegs quasi, wenn ich aus meinem Koffer lebe, nicht. Naja, wie sagt man? Zugriff auf mein Soundstudio. Da muss ich manchmal ein bisschen, hat es halt Flugzeuge oder so. Aber ja. Man konzentriert sich eh auf die Stimme. Okay. Ich kann da noch das Feuer anmachen. Moment. Ja, das hatte ich früher immer an. Dann haben wir mal abgestimmt und dann haben wir es irgendwann ausgemacht. So. Aber ich mach's nur aus. Ich glaube, das ist ein bisschen nervig. Okay. Ihr meldet euch einfach im Chat. Ich habe den Chat immer so ein bisschen im Auge. Falls es nicht mehr funktioniert, falls es irgendwie hängt oder so. Ich sehe euren Chat und ich sehe mein Programm und dann müsste es eigentlich funktionieren. Ich bin gerade in einer Großstadt. Ich will jetzt nicht so genau sein, sonst kommt er mich besuchen, aber ich bin jetzt gerade nicht zu Hause, sondern beruflich unterwegs. Und das auch noch für eine ganze Weile. Manchmal bin ich zu Hause, dann kann ich auch da einen Stream machen mit meinem alten Setup und gutem Internet, aber überwiegend bin ich jetzt halt hier oder unterwegs, deswegen. Ja, genau, ihr könnt ja selber leiser stellen. Okay, ich muss mal ganz kurz gucken, weil wir haben ja ewig schon nicht mehr das Buch gestreamt. Wir waren bei Kapitel 20, ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da noch kommt. Aber bei mir steht jetzt 87%, also so viel kann da gar nicht mehr kommen im Buch. Wisst ihr nicht mal, wie ich aussehe? Stimmt. Ich weiß auch nicht, wie ihr ausseht. Das ist doch ein fairer Trade. Vielleicht kommt hier mal ein Face-Reveal bei 100.000 Abonnenten.
Aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, aber es ist nicht sogar spannender, wenn man nicht genau weiß, wer das ist. Und dann könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Weil ich habe zum Beispiel immer die Bücher angehört und wusste nie, wie die aussehen. Und dann habe ich erst die Filme irgendwie hinterher geschaut oder als ich auch die gelesen habe. Und dann hat man ja so sein Bild vor Augen, wenn man sich da selber so ausdenkt, wie die Leute aussehen. Du hast es vermisst, ich habe euch auch vermisst. So, Samstag ist ja erfahrungsgemäß ein etwas schwächerer Tag, was die Zuhörerschaft angeht. Aber das ist mir jetzt egal, weil morgen habe ich keine Zeit und ich hatte Lust. Deswegen, auch wenn wir hier im kleinen Kreis von 10 Leuten sind, lese ich das jetzt trotzdem vor. Weil wir wollen das Buch ja auch mal fertig machen, dann kann ich auch mal das ganz lange Video machen von allen Kapiteln vom dritten Buch. Vielleicht könnt mich, wenn ihr mich findet, könnt ihr mich besuchen kommen. Es ist auf jeden Fall nicht im Norden und gerade nicht ganz im Süden von Deutschland. Und nicht ganz im Westen und nicht ganz im Osten. Naja, es bringt eigentlich nicht so viel Schnitzeljagd hier. Vielleicht machen wir mal ein Fan-Treffen. Kann jeder eine Runde vorlesen. Wenn dann 10 Leute kommen, kann jeder sich einen Charakter aussuchen, dann können wir alle im Kreis mal vorlesen. Das wäre irgendwie lustig. Ja, genau, ich muss doch undercover bleiben. Ja, genau, ich lebe noch. Ich hatte nur sehr viel zu tun. Ich habe jetzt letztes Mal, als ich zu Hause war, auch mein Mikrofon eingepackt, weil ich sonst wirklich irgendwie bis in Herbst einfach keine Chance mehr habe, was vorzulesen. Dann habe ich mir das jetzt mitgenommen. Ist jetzt nicht hundertprozentig in derselben Qualität. Ich habe jetzt alles ein bisschen runterschrauben müssen, damit es überhaupt überträgt. Und auch audiotechnisch nicht ganz so schön wie sonst, aber besser als nichts. Okay, ich würde dann einfach mal anfangen. Mal kurz den Pullover ausgezogen. Jetzt geht es nämlich rund. Wisst ihr noch, was letztes Mal passiert ist? Habt ihr die Videos alle angeschaut? Und zwar sind die ja in dieser heulenden Hütte oder wie das hieß. Alle rein, also Harry, Ron, Hermine, dann Snape, Lupin, Sirius und auch Peter Pettigrew. Und haben herausgestellt, dass die Ratte von Ron gar keine Ratte ist, sondern ein mittelalter, weirder Mann. Genau, da sind wir jetzt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Mal gucken. Jetzt muss ich gerade mal schauen, waren wir wirklich schon so weit? Ja, wir waren bei Kapitel 20, ne? Also ich kann jetzt gerade schlecht schauen, weil mein Internet nicht reicht. Aber ich meine, wir hatten Kapitel 19 abgeschlossen. Und ganz am Ende von Kapitel 19, also beim letzten Buchvideo, also beim letzten Video vom letzten Kapitel, das wir gelesen hatten. Mal schauen. Alle wieder wiederholt. So viel Freizeit. So viel Sehnsucht. Okay, also ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt bei Kapitel 20. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, aber eigentlich müsste das so sein. Das ist Kapitel 16. Warte mal, das letzte Livestream-Video. Ach Gott, ey, ist das nervig hier. Ich habe gerade gar keinen Überblick mehr, wo wir eigentlich überhaupt sind. Moment. Weil ich will jetzt nicht ein Kapitel lesen, das wir schon gelesen haben. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber wenn ich mir das anschaue.
15, 16. Aber wir haben im Livestream noch mal ein neues, noch einen neuen Livestream gemacht. Und zwar am 13. Februar. Kann das sein? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Es tut mir leid, dass es jetzt umständlich ist, aber ich kann es hier nicht dreimal vorlesen. Das ist ja auch ein bisschen witzig. Aber hier steht ganz am Ende Kapitel 20, also sind wir wahrscheinlich da, ne? Ab 16 wäre toll, sag ich mal drum. Von vorne anfangen. Warte mal. Wo sind wir denn jetzt? Also es ist mir wirklich gerade ein Rätsel, wo wir gerade. Weil ich weiß noch, das weiß ich nämlich noch, dass wir so weit waren, dass sie gerade in dieser Hütte waren und dann Peter Pettigrew quasi dahin bringen wollten und das klären wollten und dann aus der Hütte rauslaufen wollten. Also müsste das eigentlich. Das müsste eigentlich schon das Richtige sein. Dann machen wir weiter mit Kapitel 20. Genau, weil normalerweise lade ich immer die Videos hoch, aber dann habe ich aus dem Livestream gar keine Videos mehr gemacht. Dann haben wir jetzt ja richtig einen Rückstau. Genau, sie waren bereits schon, weil ich weiß es auch noch, dass sie ewig in dieser Hütte waren. Jetzt kommt Kapitel 20. Ja, dann kann ich ja sogar die Videos noch machen. Und je nachdem, wie viel wir heute lesen, habt ihr dann sogar ein paar Videos für die nächsten Wochen. Könnt ihr euch da ein bisschen drauf freuen, auch wenn es eigentlich nur der Livestream ist. Gut, dann ist das jetzt ja geklärt. Dann machen wir mal weiter oder fangen an nach einer ewigen Winterpause. Gut. Chat habe ich offen, falls was ist, einfach Bescheid sagen, falls es zu laut ist oder zu leise oder es nicht hängt. Also hängt oder nicht hängt. Könnt ihr auch gerne schreiben, aber. Genau. So, dann machen wir weiter. Dann los. Ja, würde ich auch sagen. Der Kuss des Dementors. Es war schon eine sehr merkwürdige Prozession, an der Harry da teilnahm. Krummbein tippelte voraus die Treppe hinunter. Dann kamen Lupin, Pettigrew und Ron, die aussahen, als wollten sie bei einem Dreibeinwettlauf antreten. Ihnen folgte Professor Snape, der, senkrecht schwebend und mit den Füßen gegen die Stufen schlagend, einen unheimlichen Anblick bot. In der Schwebe hielt ihn sein eigener Zauberstab, den Black auf Snapes Rücken gerichtet hatte. Harry und Hermine bildeten den Schluss. In den Tunnel einzusteigen war schwierig. Lupin, Pettigrew und Ron mussten sich zur Seite drehen, um es zu schaffen. Lupin hielt Pettigrew weiterhin mit dem Zauberstab in Schach. Harry beobachtete, wie sie, einander gekettet, den Tunnel entlang stolperten. Krummbein ging munter voran. Black, mit Harry im Folge, ließ Snape vor sich her schweben, dessen leblos baumelnder Kopf immer wieder gegen die Tunnelwand schlug. Harry hatte den Eindruck, dass sich Black nicht darum scherte. Mühsam quälten sie sich voran. »Du weißt, was das bedeutet«, sagte Black zu Harry gewandt, »Pettigrew auszuhändigen.« »Dann sind sie frei«, sagte Harry. »Ja«, sagte Black, »aber ich bin es auch. Ich weiß nicht, ob man es dir je gesagt hat. Ich bin dein Pate.« »Ja«, ich weiß, sagte Harry. Nun, deine Eltern wollten, dass ich dein Vormund werde, sagte Black steif, falls ihnen irgendwas geschehen sollte. Harry wartete. Meinte Black wirklich das, was Harry glaubte, dass er meinte? Ich verstehe natürlich, wenn du bei deiner Tante und deinem Onkel bleiben willst, sagte Black. Aber nun, denk darüber nach. Sobald mein guter Name wiederhergestellt ist, wenn du ein neues Zuhause willst. In Harrys Magen startete ein kleines Feuerwerk. Wie? Bei Ihnen wohnen? Sagte Harry und stieß mit dem Kopf versehentlich gegen ein Stück Fels, das aus der Tunneldecke ragte. Die Dursleys verlassen? Natürlich. Es war mir schon klar, dass du es nicht willst, sagte Black rasch. Verstehe ich. Ich dachte nur, du bist wohl verrückt, sagte Harry und seine Stimme krächzte längst, genauso wie die von Black. Natürlich will ich von den Dursleys weg. Hast du ein Haus? Wann kann ich einziehen?
Black wandte sich um und sah ihn an. Snapes Kopf scheuerte über die Decke, doch Black schien es nicht zu kümmern. »Du willst?« sagte er. »Im Ernst?« »Ja, im Ernst«, sagte Harry. Blacks ausgemergeltes Gesicht verzog sich zum ersten wirklichen Lächeln, das Harry bei ihm gesehen hatte. Es hatte eine verblüffende Wirkung. Als ob ein 10 Jahre jüngerer Mensch hinter der ausgemergelten Maske zum Vorschein käme. Für einen kurzen Moment war er ganz deutlich jener lachende Mann bei der Hochzeit von Harrys Eltern. Sie sprachen kein Wort mehr, bis sie das Ende des Tunnels erreicht hatten. Grumbein schoss pfeilschnell voran nach oben. Offenbar hatte er bereits die Pfoten auf den Knoten am Baumstamm gesetzt, denn Lupin, Pettigrew und Ron kletterten nach oben, ohne dass von der tödlichen Peitschenhieben der Wald etwas zu hören war. Black führte Snape am Zauberstab hoch und durch das Erdloch, dann trat er zur Seite und ließ Harry und Hermine vorbei. Endlich waren sie alle draußen. Über die Ländereien war die Nacht hereingebrochen. Das einzige Licht kam von den fernen Fenstern des Schlosses. Schweigend machten sie sich auf den Weg. Pettigrew atmete immer noch pfeifend und ließ gelegentlich ein Wimmern hören. In Harrys Kopf überschlugen sich die Gedanken. Er würde die Dursleys verlassen. Er würde bei Sirius Black wohnen, dem besten Freund seiner Eltern. Ihm war ein wenig schwindelig. Was würden die Dursleys sagen, wenn er ihnen verkündete, er würde zu dem Gefangenen ziehen, den sie im Fernsehen gesehen hatten? »Keine falsche Bewegung, Peter«, sagte Lupin, vor ihnen drohendem Ton. Den Zauberstab hielt er immer noch auf Pettigrews Brust gerichtet. Schweigend zogen sie weiter und allmählich wurden die Lichter des Schlosses größer. Snape schwebte immer noch als unheimliche Gestalt vor Black her, sein Kinn schlug auf die Brust. Und dann, am Himmel, tat sich ein Loch in den Wolken auf. Plötzlich warfen sie dunkle Schatten aufs Gras. Der Mond tauchte sie in sein Licht. Snape prallte mit Lupin, Pettigrew und Ron zusammen, die wie angewurzelt stehen geblieben waren. Black erstarrte. Er streckte den Arm aus, um Harry und Hermine zurückzuhalten. Harry konnte Lupins Umrisse sehen. Er war steif geworden. Dann begannen seine Arme und Beine heftig zu zittern. »Oh nein«, japste Hermine. »Er hat heute Abend seinen Trank nicht genommen. Er ist gefährlich.« »Rennt los«, flüsterte Black. »Rennt, und zwar schnell.« Doch Harry konnte nicht einfach losrennen. Ron war an Pettigrew und Lupin gekettet. Er sprang vor, doch Black packte ihn um die Brust und warf ihn zurück. »Überlass das mir! Lauf!« Ein schauriges Knurren. Lupins Kopf zog sich in die Länge, dann der Körper. Die Schultern schrumpften. Ganz deutlich sah man Haare aus Gesicht und Händen sprießen, und die Hände ballten sich zu clownartigen Pfoten. Krummbein standen die Haare zu Berge. Er wich zurück, während der Werwolf sich aufbäumte und sein langes Maul aufriss, verschwand Black von Harrys Seite. Auch er hatte sich verwandelt. Der gewaltige, bärengleiche Hund sprang mit einem mächtigen Satz vor. Als der Werwolf sich von seiner Fessel befreit hatte, packte ihn der Hund am Nacken und zerrte ihn fort, weg von Ron und Pettigrew. Ineinander verbissen lagen sie da und zerfetzten sich mit ihren Krallen das Fell. Harry erstarrte, gebannt von dem Anblick, und sah und hörte nichts außer den kämpfenden Tieren. Erst Hermines Schrei riss ihn aus seiner Trance. Pettigrew hatte sich auf Lupins Zauberstab mit Gras geworfen. Ron, ohnehin wackelig auf seinen bandagierten Beinen, wurde umgerissen. Es gab einen Knall, ein Lichtblitz, und Ron regte sich nicht mehr. Ein weiterer Knall, Krummbein wirbelte durch die Luft, flog ins Gras und blieb eingekringelt liegen. »Expelliarmus«, schrie Harry und richtete den Zauberstab gegen Pettigrew. Lupins Zauberstab flog in den Nachthimmel und verschwand. »Bleib, wo du bist«, rief Harry und stürzte los. Doch zu spät. Pettigrew hatte sich verwandelt. Harry sah, wie der kahle Rattenschwanz mühelos durch die Fessel an Rons ausgestrecktem Arm glitt. Und dann raschelte etwas im Gras davon. Hinter sich hörte ein Heulen und ein donnerndes Grollen. Harry wandte sich um und sah, wie der Werwolf die Flucht ergriff. Mit langen Sprüngen setzte er auf den Wald zu. »Sirius, er ist fort. Pettigrew hat sich verwandelt«, rief Harry. Black blutete. Am Maul und auf dem Rücken hatte er tiefe Risse. Doch bei Harrys Worten rappelte er sich hoch und kurz darauf jagte er über das Gelände, bis das Trommeln der Pfoten langsam leiser wurde und er starb. Harry und Hermine rannten hinüber zu Ron.
Was hat er ihm getan? Flüsterte Hermine. Rons Augen waren nur halb geschlossen, der Mund stand offen. Er lebte noch, das war sicher. Sie konnten ihn atmen hören, doch er schien sie nicht zu erkennen. Ich weiß nicht. Verzweifelt blickte sich Harry um. Black und Lupin waren verschwunden. Jetzt hatten sie niemanden mehr außer Snape, der immer noch bewusstlos über dem Boden schwebte. »Wir gehen besser hoch und zum Schloss und holen Hilfe«, sagte Harry. Er wischte sich die Haare aus den Augen und versuchte klar zu denken. »Komm mit!« Doch dann drang ein Jaulen und Wimmern aus der Dunkelheit herüber. Ein Hund, der Qualen litt. »Sirius«, murmelte Harry und starrte in die Nacht hinein. Ein Moment lang zögerte er, doch im Augenblick konnten sie nichts für Ron tun, und wie es sich anhörte, war Black in Schwierigkeiten. Harry rannte los und Hermine setzte ihm nach. Das Jaulen schien vom Ufer des Sees herzukommen. Sie hetzten darauf zu, und mitten im Lauf spürte Harry die Wand aus Kälte, doch er achtete nicht darauf. Plötzlich verstummte das Jaulen. Am Seeufer angelangt sahen sie, warum. Sirius hatte sich in einen Mann zurückverwandelt. Er kauerte auf allen Vieren, die Hände über dem Kopf verschränkt. »Nein«, stöhnte er. »Nein, bitte.« Und dann sah Harry die Dementoren. Mindestens 100 Gestalten schoben sich wie eine schwarze Masse um den See herum auf sie zu. Er wirbelte herum und schon durchdrang die vertraute eisige Kälte seine Eingeweide. Und Nebel nahm ihm die Sicht. Noch mehr Gestalten erschienen von beiden Seiten aus der Dunkelheit. Sie wurden eingekreist. »Hermine, denk an ein glückliches Erlebnis«, rief Harry und hob den Zauberstab. Er blinzelte verzweifelt, um etwas sehen zu können, und schüttelte den Kopf, um das leise Schreien in seinen Ohren loszuwerden, das allmählich lauter wurde. »Ich werde bei meinem Paten leben und nie mehr bei den Dursleys.« Er zwang sich an Black zu denken und nur an Black und begann seinen Singsang. »Expecto Patronum! Expecto Patronum!« Black schauderte, kippte zur Seite und blieb reglos und fahl wieder tot auf der Erde liegen. »Er wird wieder gesund werden. Ich werde bei ihm leben. Expecto Patronum! Hermine, hilf mir! Expecto Patronum! Expecto!« flüsterte Hermine. »Expecto! Expecto!« Doch sie schaffte es nicht. Die Dementoren schlossen den Kreis und waren jetzt nur noch 3 Meter von ihnen entfernt. Sie bildeten einen undurchdringlichen Ring um Harry und Hermine und zogen ihn immer enger. »Expecto Patronum!« rief Harry und versuchte, das Schreien in seinen Ohren zu übertönen. »Expecto Patronum!« Ein dünner, silberner Faden schoss aus seinem Zauberstab und blieb wie ein Nebelschleier vor ihm schweben. Im selben Moment spürte Harry, wie Hermine neben ihm zusammenbrach. Er war allein, vollkommen allein. »Expecto Patronum!« Harry spürte, wie er mit den Knien ins kalte Gras fiel. Nebel waberte um ihn auf. Er zermarterte sich das Hirn mit dem Gedanken. Sirius war unschuldig. Unschuldig. Es wird uns gut gehen. Ich werde bei ihm leben. »Expecto Patronum«, keuchte er. Im schwachen Licht seines gestaltlosen Patronus sah er, wie ein Dementor innehielt, ganz nahe bei ihm. Er konnte nicht durch das silbrige Licht dringen, das Harry heraufbeschworen hatte. Eine tote, schleimige Hand glitt unter dem Mantel hervor. Sie machte eine Geste, als wolle sie den Patronus beiseite fegen. »Nein, nein«, keuchte Harry. »Er ist unschuldig. Expecto Patronum.« Er spürte, wie sie ihn beobachteten. Ihr rasselnder Atem kam ihm vor wie ein wütender Sturm. Dieser Dementor schien es auf ihn abgesehen zu haben. Er hob die verrotteten Hände und zog die Kapuze vom Gesicht. Dort, wo die Augen hätten sein sollen, war nur dünne, schorfige Haut, die sich glatt über die leeren Höhlen spannte. Doch er hatte einen Mund, einen tiefen, unförmigen Schlund, und sein Atem klang wie ein Todesröcheln. Lähmendes Grauen überkam Harry. Er konnte sich weder noch rühren, noch sprechen. Sein Patronus flackerte auf und er starb. Weißer Nebel blendete ihn. Er musste kämpfen. »Expecto Patronum!« Er konnte nichts mehr sehen und in der Ferne hörte das vertraute Schreien. »Expecto Patronum!« Er tastete im Nebel nach Sirius und fand seinen Arm. Er würde ihn nicht zulassen, dass sie ihn fortnahmen. Doch
Ein paar kräftige, nasskalte Hände klammern sich plötzlich um Harrys Hals. Der Dementor drückt ihm das Kinn nach oben. Harry spürte seinen Atem. Sie wollten ihn zuerst erledigen. Er roch den widerlichen Atem. Seine Mutter schrie in seinen Ohren. Das würde das Letzte sein, was er hörte. Und dann, durch den Nebel, der ihn ertränkte, glaubte er, ein silbernes Licht zu sehen, das heller und heller wurde. Er spürte, wie aufs Gras fiel. Das Gesicht im Gras, zu schwach, um sich zu rühren, zitternd vor Übelkeit, öffnete er die Augen. Der Dementor musste ihn losgelassen haben. Blendend helles Licht fiel auf das Gras um ihn her. Das Schreien hatte aufgehört, die Kälte wich. Etwas trieb die Dementoren davon. Es kreiste um ihn und Black und Hermine, die Dementoren schwebten fort. Die Luft erwärmte sich. Mit allerletzter Kraft hob Harry den Kopf noch ein wenig höher und sah inmitten des Lichts ein Tier über den See davon galoppieren. Mit schweißgetrübten Augen versuchte Harry zu erkennen, was es war. Es war hell wie ein Einhorn. Harry, verzweifelt gegen die Ohnmacht ankämpfend, sah, wie es drüben am anderen Ufer ankam und sich aufbäumte. So hell war das Wesen, dass er noch sehen konnte, wie jemand es herzlich begrüßte. Die Hand hob und es tätschelte. Jemand, der ihm seltsam bekannt vorkam. Doch das konnte nicht sein. Harry begriff nicht. Er konnte nicht mehr denken. Die letzten Kräfte schwanden ihm und sein Kopf schlug zu Boden. Er war ohnmächtig. So, es war Kapitel 20. Es war gar nicht so lang. Aber sehr spannend. Ich sehe, es sind noch ein paar dazugekommen. Und ein paar sind am Einschlafen. Bin gespannt, wie viele davon gerade schon schlafen, von denen, die gerade zuhören. Die dann einfach ewig den Livestream laufen lassen und irgendwann dann nachts wach werden, weil irgendeiner schreit im Buch. Ich hoffe, euch geht's gut hier. Noel, Schattenkönig, Kuschelwusch, Julia, Bianca, ist noch da. Alle da. Okay, dann, ich ändere das mal kurz, dann können wir nämlich gleich weitermachen. Ich habe nämlich Lust, heute zu lesen, auch bei solchen Startschwierigkeiten. Jetzt muss ich das nur... Titel, Text... Immer so ein bisschen tricky. So, den Text muss ich jetzt mal hier. Ah, hier geht's. So, 21. Soll auch noch mit einer Hand schreiben. So, ich hoffe, das stimmt. Hermines Geheimnis, stimmt das? Ja, das stimmt. So, Kapitel 21 kommt jetzt. Du bist auch wach, das ist doch sehr gut. ich bin 26. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich so anhöre oder jünger oder älter, aber ich bin 26, Mitte 20. Aber ja, haben wir uns ja schon öfter unterhalten. Ich glaube, die meisten wissen ja, dass ich studiere und Mitte 20 bin und ja. So viel mehr gibt es dann gerade auch nicht so zu erzählen, was jetzt so relevant ist für den Stream. Aber ihr könnt gerne fragen. Wenn es nicht ganz, ganz persönlich wird, kann ich das auch beantworten. Ich bin nur gerne... ich finde das halt ganz cool, wenn jeder so seine... so sich auf das Buch konzentrieren kann und so auf die Geschichte einlassen. Und wenn man da nicht abgelenkt ist von, weiß ich nicht... Gut, Video kann ich jetzt eh nichts anbieten, aber wenn ich jetzt eine Webcam anmachen würde, ich weiß jetzt nicht, ob du so viel Klicks bekommst. Dann klicken alle weg, weil sie mein Gesicht nicht mögen. Na, so schlimm ist es wahrscheinlich nicht, aber Mitte 20 hast du dir gedacht. Sehr gut. Das freut mich. Älter? Ja. Raucht nicht. Ich habe mich auch schon mit 14 so angehört. Oder mit 15. Immer wenn ich ans Telefon gegangen bin, dachten die Leute, mein Vater wäre dran. Das war lustig.
Gut, dann machen wir mal weiter einfach. Ups. Schon mal kurz. Hermines Geheimnis kommt jetzt. Seid ihr bereit? Bei dir auch. Ja, bei manchen dauert es richtig lange und bei manchen ist es sofort mit 13 oder so und dann von heute auf morgen, bei mir war es auch so. Bei dir ist erst 16 Uhr, du hast noch Zeit. Wo bist denn du? 16, 6 Stunden, was ist das? East Coast? Bist du in Amerika? New York? Oder keine Ahnung. Kanada? Oder wo sind 6 Stunden hinten dran? So, ist es laut genug oder zu laut? Könnt ihr mich gerne mal wissen lassen. Wie gesagt, ist gerade hier so ein bisschen temporäres Setup. Ist alles nicht so wie sonst. Schaue ich noch kurz in meinem Handy, ob das hier auch noch alles. Ja gut, scheint noch zu funktionieren mit dem Hotspot. Gut, alle noch wach? Ist gut für eine Lautstärke, alle noch wach, alle anwesend, holt euch noch einen Snack, es geht weiter. Oder wenn ihr schon Zähne geputzt habt, dann nicht. Paraguay, oha, das ist ja weit weg. Was machst du denn da? Bist du gerade am Reisen oder wohnst du da? Oder was treibt dich dahin? Ich sehe das auch, ich gucke mir manchmal die Statistik an in YouTube. Und die allermeisten Leute kommen dann aus, keine Ahnung, Deutschland, Österreich, Schweiz. Bisschen noch Europa, bisschen Nordamerika, aber dann hat es auch so loyale Fans ganz weit weg. Wenn die jetzt kein VPN benutzen oder so, dann sind es ungefähr 3 Leute, die aus Südamerika gucken und 5 Leute aus Asien. Das finde ich immer ganz lustig, wenn ich mir das anschaue. Würde mich interessieren, was du da machst. Ob du da irgendwie am Studieren bist oder Backpacken oder ob du da einfach wohnst, ausgewandert bist, keine Lust mehr hast auf den deutschen Winter. Gut, können wir gleich zurückkommen darauf. Wir machen jetzt mal weiter mit Kapitel 21. Hermines Geheimnis. Fürchterliche Geschichte. Schrecklich. Wunder, dass alle noch leben. Sowas habe ich noch nie gehört. Heiliger Strohsack. Ein Glück, dass Sie da waren. Snape. Danke, Minister. Orden der Merlin, zweiter Klasse. Würde ich sagen, erster. Klasse, wenn ich deichseln kann. Herzlichen Dank, Minister. Sieht ja übel aus, der Schnitt, den Sie da im Gesicht haben. Das, war sicher Black? Keineswegs, Minister. Es waren Potter, Weasley und Granger, Minister. Nein. Black hatte sie verhext, war mir auf der Stelle klar. Ein Verwirrungszauber, so wie die sich aufführten. Glaubten offenbar, er sei doch unschuldig. Sie waren für ihre Taten nicht verantwortlich. Allerdings wäre Black fast entkommen, weil sie sich eingemischt haben. Glaubten wohl, sie könnten ihn auf eigene Faust fangen. Man hat ihn bisher einfach nicht viel zu viel durchgehen lassen. Ich fürchte, das ist ihnen zu Kopfe gestiegen. Und natürlich hat der Schulleiter immer größtes Nachsehen mit Potter. Und ja, Snape, Sie wissen, Harry Potter, wir haben da alle einen schwachen Punkt, wenn es um ihn geht. Gleichwohl, Minister, tut es ihm gut, wenn er immer mit wieder allem davonkommt? Ich persönlich bemühe mich, ihn wie jeden anderen Schüler auch zu behandeln. Und jeder andere Schüler würde allermindestens für einige Zeit ausgeschlossen, wenn er seine Freunde derart in Gefahr gebracht hätte. Bedenken Sie, Minister, gegen alle Schulregeln und nach allem, was wir zu seinem Schutz getan haben, außerhalb der Schule angetroffen. Spätabends, in Gesellschaft eines Werwolfs und eines Mörders und außerdem habe ich Grund zu der Annahme, dass er auch unrechtmäßig in Hogsmeade war. Gut und schön. Wir werden sehen, Snape, wir werden sehen. Der Junge hat zweifellos eine Dummheit begangen. Harry lag mit geschlossenen Augen da und lauschte. Ihm war sterbenselend zumute. Die Worte schienen nur langsam von seinen Ohren in sein Hirn zu dringen und er verstand sie kaum. Seine Glieder fühlten sich an wie mit Blei gefüllt. Die Augenlider waren zu schwer, um zu öffnen. Er wollte hier auf diesem bequemen Bett für alle Ewigkeit liegen bleiben. Was mich am meisten erstaunt, ist das Verhalten der Dementoren. Sie haben wirklich keine Ahnung, weshalb sie zurückgewichen sind, Snape?
Nein, Minister, als ich zu mir kam, nahmen sie gerade wieder ihre Posten an den Toren ein. Unglaublich. Aber Black und Harry und das Mädchen waren alle bewusstlos, als ich zu ihnen gelangte. Ich habe Black natürlich sofort gefesselt und geknebelt, Tragen heraufbeschworen und sie gleich ins Schloss gebracht. Eine Pause trat ein. Harrys Denken schien ein wenig schneller zu werden. Und damit wuchs auch ein nagendes Gefühl in der Tiefe seines Magens. Er öffnete die Augen. Alles war ein wenig verschwommen. Jemand hatte ihm die Brille abgenommen. Er lag im dunklen Krankensaal. Ganz am Ende des Saals konnte er Madame Pomfrey erkennen, die sich mit dem Rücken zu ihm stand und sich über ein Bett beugte. Harry kniff die Augen zusammen. Neben Madame Pomfreys Arm lugten Rons rote Haarschopf hervor. Harry wandte den Kopf auf die andere Seite. Im Bett neben ihm lag Hermine. Ihr Bett lag im Mondlicht. Auch sie hatte die Augen geöffnet und schien starr vor Angst. Als sie sah, dass Harry wach war, legte sie einen Finger auf die Lippen und deutete auf den Eingang. Die Tür war offen und vom Korridor her drangen die Stimmen von Cornelius Fudge und Snape herein. Jetzt hastete Madame Pomfrey auf Harrys Bett zu. Er wandte sich um. Sie hatte den größten Schokoladenriegel in Händen, den er je gesehen hatte. Er sah aus wie ein Pflasterstein. »Aha, du bist wach«, begrüßte ihn forsch. Sie legte den Schokoriegel auf Harrys Nachttisch und schlug mit einem Hämmerchen Stück herunter. »Wie geht's, Ron?«, fragten Harry und Hermine wie aus einem Mund. »Er wird's überleben«, sagte Madame Pomfrey mit bitterer Miene. »Und ihr beiden? Ihr bleibt hier, bis ich überzeugt bin, dass Potter, was fällt dir ein?« Harry hatte sich aufgerichtet, die Brille auf die Nase gesetzt und den Zauberstab gepackt. »Ich muss den Schulleiter sprechen«, sagte er. »Potter«, sagte Madame Pomfrey besänftigend, »es ist alles gut. Sie haben Black. Er ist oben eingeschlossen. Die Dementoren werden ihn jeden Moment küssen.« »Was?« Harry sprang aus dem Bett. Hermine folgte ihm. Doch draußen im Gang hatten sie seinen Schrei gehört. Ein Moment später betraten Cornelius Fudge und Snape den Krankensaal. »Harry, Harry, was soll das denn?« sagte Fudge aufgebracht. »Du solltest im Bett bleiben. Hat er seine Schokolade bekommen?« fragte er besorgt Madame Pomfrey. »Minister, bitte hören Sie«, sagte Harry. »Sirius Black ist unschuldig. Peter Pettigrew hat seinen eigenen Tod nur vorgetäuscht. Wir haben ihn heute Nacht gesehen. Sie dürfen nicht zulassen, dass die Dementoren diese Sache mit Sirius anstellen. Es...« Doch Fudge schüttelte sanft den Kopf. »Harry, Harry, du bist völlig durcheinander. Du hast Fürchterliches durchlitten. Leg dich jetzt wieder hin, wir haben alles im Griff.« »Haben Sie nicht?« schrie Harry. »Sie haben den falschen Mann.« »Minister, bitte hören Sie«, sagte Hermine. Sie trat rasch an Harrys Seite und sah Fudge flehend an. »Ich habe ihn auch gesehen. Es war Rons Ratte. Er ist ein Animagus. Pettigrew, meine ich, und...« »Sehen Sie, Minister«, sagte Snape, »völlig übergeschnappt, alle beide. Black hat ganze Arbeit geleistet.« »Wir sind nicht übergeschnappt«, donnerte Harry. »Minister, Professor«, sagte Madame Pomfrey empört. »Und ich muss daraus bestehen, dass Sie jetzt gehen. Potter ist mein Patient und Sie dürfen ihn nicht aufregen.« »Ich bin nicht aufgeregt. Ich versuche nur zu sagen, was passiert ist«, sagte Harry zornig. »Wenn Sie nur zuhören würden.« Doch Madame Pomfrey stopfte ihm blitzschnell ein großes Stück Schokolade in den Mund. Harry verschluckte sich und sie nutzte die Gelegenheit, um ihn mit sanfter Gewalt aufs Bett zu schubsen. »Nun, ich bitte Sie, Minister, diese Kinder brauchen Pflege. Bitte gehen Sie.« Die Tür ging auf und herein kam Dumbledore. Harry würkte seinen Mund voll Schokolade mühsam hinunter und stand wieder auf. »Professor Dumbledore, Sirius Black, um Himmels Willen«, sagte Madame Pomfrey erzürnt. »Ist das hier der Krankenflügel oder was? Direktor, ich muss...« »Verzeihung, Poppy, aber ich muss kurz mit Mr. Potter und Miss Granger sprechen«, sagte Dumbledore gelassen. »Ich habe eben mit Sirius Black geredet. Ich nehme an, er hat Ihnen dasselbe Märchen erzählt, das er Potter ins Hirn gepflanzt hat«, fauchte Snape. »Etwas von einer Ratte und dass Pettigrew noch am Leben sei.« »Das ist tatsächlich Blacks Darstellung«, sagte Dumbledore und sah Snape durch seine Halbmondbrille scharf an. »Und meine Aussage zählt überhaupt nicht?«, schnarrte Snape. »Peter Pettigrew war nicht in der heulenden Hütte und draußen auf den Ländereien war keine Spur von ihm zu sehen.« »Sie waren doch bewusstlos, Professor«, sagte Hermine entschieden. »Sie kamen zu spät, um zu hören,
Miss Granger, hüten Sie Ihre Zunge. Aber, Snape, sagte Fudge, aufgeschreckt. Die junge Dame ist ein wenig durcheinander. Da müssen wir nachsichtig sein. Ich möchte mit Harry und Hermine unter sechs Augen sprechen, warf Dumbledore plötzlich ein. Cornelius, Cyrus, Poppy, bitte lassen Sie uns allein. Aber Direktor, brustete Madame Pomfrey, Sie brauchen Pflege, Sie brauchen Ruhe. Es duldet keinen Aufschub, sagte Dumbledore. Ich muss darauf bestehen. Madame Pomfrey schützte die Lippen, ging mit steifen Schritten hinüber zu ihrem Büro, am Ende des Krankensaals und schlug die Tür hinter sich zu. Fudge warf einen Blick auf die große Taschenuhr, die an seiner Weste baumelte. Die Dementoren müssten inzwischen da sein, sagte er. Ich werde sie in Empfang nehmen. Wir werden uns dann oben sehen, Dumbledore. Er ging zur Tür und hielt sie für Snape auf, doch Snape rührte sich nicht. Sie glauben wohl nicht etwa ein Wort von Blacks Geschichte? Flüsterte Snape und starrte Dumbledore an. Ich würde jetzt gern Harry und Hermine allein sprechen, wiederholte Dumbledore. Snape trat einen Schritt auf Dumbledore zu. Sirius Black hat schon im Alter von 16 Jahren bewiesen, dass er zum Mord fähig ist, wisperte er. Sie haben das nicht vergessen, Direktor? Sie haben nicht vergessen, dass er mich einst umbringen wollte? Mein Gedächtnis hat nicht gelitten, Sirius, erwiderte Dumbledore knapp. Snape drehte sich auf dem Absatz um und marschierte durch die Tür, die Fudge immer noch für ihn aufhielt. Als sie verschwunden waren, wandte sich Dumbledore Harry und Hermine zu. Beide sprudelten gleichzeitig los. Professor, Black sagt die Wahrheit, wir haben Pettigrew gesehen. Er konnte entkommen, als Professor Lupin sich in einen Werwolf verwandelte. Er ist eine Ratte. Pettigrews Vorderpfote, ein Finger, meine ich, er hat ihn abgeschnitten. Pettigrew hat Ron angegriffen. Es war nicht Sirius. Doch Dumbledore hob die Hand, um die Flut von Erklärungen aufzuhalten. Ihr seid jetzt mit Zuhören dran und bitte unterbrecht mich nicht, weil wir sehr wenig Zeit haben, sagte er ruhig. Es gibt nicht die Spur eines Beweises für Blacks Geschichte. Ich habe nur euer Wort und das Wort zweier 13-jähriger Zauberer wird niemanden überzeugen. Eine Straße voller Augenzeugen hat geschworen, dass Sirius Pettigrew ermordet hat. Ich selbst habe im Ministerium ausgesagt, dass Sirius Potters Geheimniswahrer war. Professor Lupin kann es Ihnen erklären, sagte Harry ungeduldig. Professor Lupin steckt gegenwärtig tief im Wald und kann keinem Menschen irgendwas erklären. Wenn er wieder ein Mensch ist, wird es zu spät sein, Sirius wird tot sein, schlimmer als tot. Ich muss hinzufügen, dass die meisten von uns einem Werwolf dermaßen misstrauen, dass sein Zeugnis wenig Gewicht haben wird. Und die Tatsache, dass er und Sirius alte Freunde sind. Aber hör mir zu, Harry. Es ist zu spät, verstehst du? Du musst einsehen, dass Professor Snapes Darstellung der Ereignisse viel überzeugender ist als eure. Er hasst Sirius, sagte Hermine verzweifelt. Und alles nur, weil ihm Sirius einen dummen Streich gespielt hat. Sirius hat sich nicht gerade wie ein Unschuldiger benommen. Er hat die fette Dame angegriffen, dann ist er mit einem Messer in den Gryffindor-Turm eingedrungen. Jedenfalls haben wir ohne Pettigrew, tot oder lebendig, keine Chance, Sirius die Strafe zu ersparen. Aber sie glauben uns. Ja, das tue ich, sagte Dumbledore leise. Doch es steht nicht in meiner Macht, andere Menschen die Wahrheit sehen zu lassen oder den Zaubereiminister in die Schranken zu weisen. Harry blickte stumm zu Dumbledore hoch und hatte plötzlich das Gefühl, der Boden unter ihm würde wegbrechen. Er hatte sich an den Gedanken gewöhnt, dass dieser Mann alles richten könnte. Er hatte erwartet, dass Dumbledore eine verblüffende Lösung aus dem Hut zaubern würde, aber nein, ihre letzte Hoffnung war zunichte. Was wir brauchen, sagte Dumbledore langsam, und seine hellblauen Augen wanderten von Harry zu Hermine, ist mehr Zeit. Aber, setzte Hermine an, und dann bekam sie ganz runde Augen. Oh. Und jetzt pass auf, sagte Dumbledore sehr leise und deutlich. Sirius ist in Professor Flitwicks Büro im 7. Stock eingeschlossen, 13. Fenster rechts vom Westturm. Wenn alles gut geht, werdet ihr heute Nacht mehr als ein unschuldiges Leben retten können. Doch vergesst Folgendes nicht, ihr beiden, niemand darf euch sehen. Hermine, du kennst das Gesetz, du weißt, was auf dem Spiel steht. Niemand darf euch sehen. Harry hatte keine Ahnung, was vor sich ging. Dumbledore war bereits an der Tür, als er sich noch einmal umdrehte. Ich werde euch einschließen. Er sah auf die Uhr. 12:05, Hermine. 3 Drehungen sollten genügen. Viel Glück. Viel Glück?
wiederholte Harry, als sich die Tür hinter Dumbledore schloss. Drei Drehungen? Was redet der da? Was sollen wir tun? Doch Hermine fingerte am Kragen ihres Umhangs und zog eine sehr lange, sehr feingliedrige Goldkette hervor. Harry, komm her, sagte sie eindringlich. Schnell! Völlig verdattert will zu ihr. Sie hielt die Kette in die Höhe. Harry sah ein winziges, funkelndes Stundenglas daran hängen. Hier. Sie warf die Kette auch um seinen Hals. Bereit? Sagte sie atemlos. Was haben wir vor? Fragte Harry, völlig ratlos. Hermine dreht das Stundenglas dreimal im Kreis. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ist gerade gelb. Weiß nicht warum. Aber ich glaube, es geht noch. Ja, ich glaube, ihr hört mich noch. Hermine drehte das Stundenglas dreimal im Kreis. Der dunkle Krankensaal löste sich auf. Harry hatte das Gefühl, schnell, rasend schnell, rückwärts zu fliegen. Eine Flut von Farben und verschwommenen Gestalten raste an ihm vorbei. In seinen Ohren hämmerte es. Er versuchte zu rufen, konnte aber seine eigene Stimme nicht hören. Und dann spürte er wieder festen Boden unter den Füßen. Und um ihn her nahm alles wieder klare Gestalt an. Er stand neben Hermine in der menschenleeren Eingangshalle. Goldenes Sonnenlicht ergoss sich durch das offene Portal über den steingefliesten Boden. Die Kette des Stundenglases schnitt ihm in den Hals. Verwirrt wandte er sich zu Hermine. Hermine, was? Hier rein! Hermine packte ihn am Arm und zog ihn quer durch die Halle zu einem Besenschrank. Sie öffnete ihn, schubste Harry hinein in das Durcheinander von Eimern und Wischlappen, dann zog sie die Tür hinter ihn zu. Was? Wie? Hermine, was ist passiert? Wir haben eine kleine Zeitreise gemacht, flüsterte Hermine und befreite Harry in der Dunkelheit von der Kette. 3 Stunden in die Vergangenheit. Harry tastete nach seinem Bein und zwickte es kräftig. Es tat richtig weh, also war er offenbar nicht mitten in einem haarsträubenden Traum. Aber, hör mal, da kommt jemand. Ich glaube, das könnten wir sein. Hermine drückte ein Ohr an die Schranktür. Schritte durch die Halle. Ja, ich glaube, das sind wir auf dem Weg zu Hagrid. Willst du mir sagen, wisperte Harry, dass wir hier in diesem Schrank sind und gleichzeitig auch da draußen? Ja, sagte Hermine, das Ohr immer noch an die Schranktür gepresst. Ich bin sicher, dass wir es sind. Klingt nicht nach mehr als 3 Leuten und wir gehen langsam, weil wir unter dem Tarnumhang stecken. Sie verstummte und lauschte gespannt. Wir gehen die Treppe hinunter. Hermine setzte sich auf einen umgestülpten Eimer. Die Anspannung stand ihr ins Gesicht geschrieben, doch Harry musste unbedingt ein paar Fragen stellen. Wo hast du dieses Ding, dieses Stundenglas her? Es heißt Zeitumkehrer, flüsterte Hermine. Und ich habe es am ersten Tag nach den Ferien von Professor McGonagall bekommen. Sie ließ mich schwören, dass ich es niemandem sage. Sie musste alle möglichen Briefe an das Zaubereiministerium schreiben, damit ich einen kriegen konnte. Sie musste ihnen sagen, dass ich eine vorbildliche Schülerin bin und dass ich es niemals für irgendwelche anderen Sachen als meine Schulausbildung benutzen würde. Ich habe den Zeitumkehrer gedreht, damit ich die Stunden noch einmal erlebe und deshalb habe ich mehrere Fächer gleichzeitig belegen können. Verstehst du jetzt? Aber, Harry, ich weiß nicht, was Dumbledore meint, was wir tun sollen. Warum hat er gesagt, wir sollen 3 Stunden zurückgehen? Wie soll das Sirius nützen? Harry starrte in ihr sorgenvolles Gesicht. Etwas muss um diese Zeit passiert sein. Etwas, das wir ändern sollen, sagte er langsam. Was ist passiert? Vor 3 Stunden gingen wir hinunter zu Hagrid. Das ist jetzt vor 3 Stunden und wir gehen gerade hinunter zu Hagrid, sagte Hermine. Wir haben uns eben gehen hören. Harry runzelte die Stirn. Er hatte das Gefühl vor Anstrengung, sein ganzes Gehirn zu verknoten. Dumbledore hat eben gesagt, dass wir mehr als ein unschuldiges Leben retten können. Und dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Hermine, wir retten Seidenschnabel. Aber wie helfen wir damit Sirius? Dumbledore, er hat uns gerade erklärt, wo das Fenster ist. Das Fenster von Flitwicks Büro, wo sie Sirius eingeschlossen haben. Wir müssen mit Seidenschnabel zum Fenster fliegen und Sirius retten. Sirius kann mit Seidenschnabel fliehen. Sie können zusammen entkommen. Harry sah Hermines Gesicht nur undeutlich, doch sie schien entsetzt zu sein. Wenn wir das schaffen, ohne gesehen zu werden, wäre das ein Wunder. Wir müssen es einfach versuchen, oder? Sagte Harry.
Er stand auf und legte ein Ohr an die Tür. Hört sich nicht an, als ob jemand da wäre. Komm, gehen wir. Harry drückte die Schranktür auf. Die Eingangshalle war menschenleer. So schnell sie konnten, huschten sie aus dem Schrank und die steinernen Stufen hinunter. Schon zogen sich die Schatten in die Länge und wieder waren die Baumspitzen des verbotenen Waldes in Gold getaucht. Hermine warf einen Blick zurück. Hoffentlich sieht uns keiner vom Fenster aus, ziepte sie. Lass uns rennen, sagte Harry entschlossen. Und zwar hinüber zum Wald, verstanden? Dann verstecken wir uns am besten hinter einem Baum und halten Ausschau. Gut, aber hinter den Gewächshäusern lang, keuchte Hermine. Und möglichst weit weg von Hagrids Tür, oder sie sehen uns. Wir sind schon fast bei seiner Hütte. Harry, dem immer noch nicht klar war, was sie meinte, lief los und Hermine folgte ihm auf den Fersen. Sie rannten durch die Gemüsegärten hinüber zu den Gewächshäusern, verpusteten sich in deren Schutz ein wenig und rannten dann so schnell sie konnten weiter. Sie schlugen einen Bogen um die peitschende Weide und gelangten schließlich zum schützenden Waldrand. Im Schatten der Bäume verborgen, wandte sich Harry um. Sekunden später stand Hermine neben ihm und schnappte nach Luft. Gut, herpste sie. Wir müssen zu Hagrid hinüberschleichen. Halt dich versteckt, Harry. Leise und dicht am Waldrand staksten sie im Unterholz voran. Dann, ganz in der Nähe von Hagrids Hütte, hörten sie, wie sie es an der Tür klopfte. Sie versteckten sich rasch hinter dem dicken Stamm einer Eiche und spähten an beiden Seiten hervor. Hagrid erschien an der Tür, zitternd und bleich, und sah sich stirnrunzelnd um. Dann hörte Harry seine eigene Stimme. Wir sind's. Wir tragen Tarnumhang. Lass uns rein, dann können wir ihn ablegen. Ihr hättet nicht herkommen sollen, flüsterte Hagrid. Er trat zurück, ließ sie ein und schloss rasch die Tür. Das ist das Verrückteste, was wir je getan haben, sagte Harry begeistert. Gehen wir ein Stück weiter, flüsterte Hermine. Wir müssen näher an seinen Schnabel heran. Sie krauchten zwischen den Bäumen durch, bis sie den Hippogreif sahen, der gereizt an seiner Leine zerrte, die Hagrid am Zaun um sein Kürbisbeet befestigt hatte. Jetzt, flüsterte Harry. Nein, sagte Hermine. Wenn wir jetzt stehen, werden die Leute vom Ausschuss denken, Hagrid hätte ihn befreit. Wir müssen warten, bis sie sehen, dass er draußen angebunden ist. Dann haben wir gerade mal 16 Sekunden, sagte Harry. Allmählich kam ihm das Unternehmen unmöglich vor. In diesem Moment drang aus Hagrids Hütte das Geräusch von zerbrechendem Porzellan. Es hatte gerade den Milchkrug zerlegt, flüsterte Hermine. Gleich werde ich Kratzer finden. Und tatsächlich hörten sie ein paar Minuten später ihren überraschten Aufschrei. Hermine, sagte Harry plötzlich, wie wär's, wenn wir einfach reinrennen und uns Pettigrew schnappen? Nein, flüsterte Hermine erschrocken. Begreifst du nicht, wir brechen gerade eines der wichtigsten Zaubereigesetze. Niemand darf die Vergangenheit verändern, absolut niemand. Du hast Dumbledore gehört, wenn wir gesehen werden. Nur wir selbst und Hagrid würden uns sehen. Harry, was glaubst du, würdest du tun, wenn du dich selbst in Hagrids Hütte reinplatzen siehst? Sagte Hermine. Ich würde glauben, ich sei verrückt geworden, sagte Harry. Oder vermuten, dass jemand schwarze Magie mit mir treibt. Genau, du würdest es nicht verstehen, du würdest dich vielleicht sogar selbst angreifen. Verstehst du nicht? Professor McGonagall hat mir erzählt, was für schreckliche Dinge schon geschehen sind, wenn Zauberer an der Vergangenheit herumgepfuscht haben. Viele von ihnen haben durcheinander ihr vergangenes oder künftiges Selbst getötet. Schon gut, sagte Harry. War nur eine Idee. Ich dachte, doch Hermine stieß ihm in die Rippen und deutete hinüber. Harry schob den Kopf ein wenig vor, um das Portal in der Ferne sehen zu können. Dumbledore, Fudge, das alte Ausschussmitglied und McNair, der Henker, kamen die Treppe herunter. Wir kommen jetzt gleich raus, wisperte Hermine. Und tatsächlich öffnete sich Augenblicke später Hagrids Tür und Harry sah sich selbst, Ron und Hermine zusammen mit Hagrid herauskommen. Es war zweifellos das befremdlichste Erlebnis, das er je gehabt hatte. Hinter einem Baum zu stehen und sich selbst dort drüben im Kürbisbeet zu beobachten. Schon gut, Schnäbelchen, es ist alles gut, sagte Hagrid. Dann wandte sich Harry, Ron und Hermine zu. Geht jetzt, sputet euch. Hagrid, können wir nicht einfach... Wir sagen ihnen, was wirklich passiert ist. Sie dürfen ihn nicht umbringen. Geht. Ist schon alles schlimm genug. Da müsst ihr nicht auch noch Ärger kriegen. Harry sah, wie Hermine im Kürbisbeet den Umhang über ihn und Ron warf. Geht schnell. Und lauscht nicht. Vorne an Hagrids Tür klopfte es. Henker und Zeugen waren da. Hagrid wandte sich um und ging zurück in die Hütte. Die Hintertür ließ er offen.
Harry sah, wie sich das Gras um die Hütte fleckweise plättete und hörte, wie sich drei Paar Füße entfernten. Er, Ron und Hermine waren gegangen. Doch der Harry und die Hermine, die sich hinter den Bäumen versteckt hatten, konnten jetzt durch die offene Hintertür hören, was in der Hütte vor sich ging. »Wo ist das Biest?« sagte die kalte Stimme McNairs. »Draußen«, krächzte Hagrid. Harry zog rasch den Kopf zurück, als McNair an Hagrids Fenster auftauchte und zu seinem Stapel hinaussah. Dann hörten sie Fatsch. »Wir müssen dir jetzt den offiziellen Hinrichtungsbefehl verlesen, Hagrid. Ich mach's kurz. Und dann musst du ihn unterschreiben und McNair auch. McNair, hören Sie zu, das ist Vorschrift.« McNairs Gesicht verschwand vom Fenster. Jetzt oder nie. »Warte hier«, flüsterte Harry, »ich mach das.« Fatsch fing wieder an zu sprechen und Harry schnellte hinter seinem Baum hervor, sprang über den Zaun des Kürbisbeets und lief auf seinen Schnabel zu. »Der Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe hat beschlossen, den Hippogreif Seidenschnabel, im Weiteren der Verurteilte genannt, am 6. Juni bei Sonnenuntergang hinzurichten.« Und wieder starrte Harry, darauf bedacht nicht zu blinzeln, in Seidenschnabels cremigrotes Auge und verbeugte sich tief. Seidenschnabel sank auf die schuppigen Knie und richtete sich wieder auf. Harry nahm die Leine, die den Hippogreif an den Zaun band, und versuchte, den Knoten zu lösen. »Verurteilt zum Tode durch Enthauptung, auszuführen durch den vom Ausschuss ernannten Henker Walden McNair.« »Komm mit, Seidenschnabel«, zischte Harry. »Komm mit, wir helfen dir. Leise, leise.« »Und schriftlich von ihm zu bestätigen?« »Hagrid, du unterschreibst hier.« Harry zerrte nach Leibeskräften an dem Seil, doch Seidenschnabel hatte sich mit den Vorderbeinen eingegraben. »Nun, bringen wir es hinter uns«, sagte die dünne Stimme des Ausschussmitglieds. »In Hagrids Hütte.« »Hagrid, vielleicht wäre es besser, wenn Sie drin bleiben würden.« »Nein, nein, ich will bei ihm sein. Ich will nicht, dass er allein ist.« Das Geräusch von Schritten drang aus der Hütte. »Seidenschnabel, beweg endlich deinen Hintern«, flehte Harry. Er zog noch heftiger am Seil um Seidenschnabels Hals. Der Hippogreif raschelte verärgert mit den Flügeln und bewegte sich allmählich. Noch waren sie einige Meter vom Wald entfernt und vor Hagrids Hintertür aus deutlich zu sehen. »Ein Moment noch, bitte, McNair«, erklang Dumbledores Stimme. »Auch Sie müssen hier unterschreiben.« Die Schritte verstummten. Harry warf sich ins Seil. Seidenschnabel schnappte mit dem Schnabel und ließ sich herab, ein wenig schneller zu gehen. Hermines weißes Gesicht lugte hinter einem Baum hervor. »Harry, schnell«, zischte sie. Noch immer konnte Harry Dumbledore in die Hütte sprechen hören. Noch einmal ruckte er an dem Seil. Seidenschnabel verfiel in einen widerwilligen Trott. Sie erreichten die Bäume. »Schnell, schnell«, stöhnte Hermine und sprang hinter ihrem Baum hervor. Auch sie packte jetzt das Seil und zog wie verrückt daran, um Seidenschnabel ein wenig Beine zu machen. Harry blickte über die Schulter. Jetzt waren sie außer Sicht. Sie konnten Hagrids Garten nicht mehr sehen. »Halt«, hauchte Hermine zu. »Sie können uns noch hören.« Krachend schlug Hagrids Hintertür auf. Hermine, Harry und Seidenschnabel machten keinen Mucks. Selbst der Hippogreif schien gespannt zu sauschen. Stille. Dann: »Wo ist er?« sagte die dünne Stimme des Alten. »Wo ist das Biest?« »Er war hier angebunden«, sagte der Henker wutentbrannt. »Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Genau hier. Höchst erstaunlich.« »Höchst erstaunlich«, sagte Dumbledore mit einem Glucksen in der Stimme. »Schnäbelchen«, rief Hagrid leise. Es gab ein surrendes Geräusch und dann folgte das Krachen einer Axt. Der Henker schien sich vor Wut in den Zaun geschlagen zu haben. Und dann kam Hagrids Heulen und diesmal konnten sie Hagrids Worte durch sein Schluchzen hören. »Fort, fort! Glück für Schnäbelchen, es ist fort, muss ich losgerissen haben. Kluger Junge Schnäbelchen.« Seidenschnabel begann am Seil zu ziehen. Offenbar wollte er zu Hagrid zurück. Harry und Hermine gruben die Fersen in den Waldboden und warfen sich ins Seil, um ihn aufzuhalten. »Jemand hat ihn losgebunden«, raunste der Henker. »Wir sollten das Gelände absuchen und den Wald.« »McNair, und wenn Seidenschnabel wirklich gestohlen wurde, glauben Sie, der Dieb hätte ihn zu Fuß fortgebracht?«, sagte Dumbledore, und seine Stimme klang recht vergnügt. »Suchen Sie den Himmel ab, wenn Sie mögen.«
Hagrid, ich könnte eine Tasse Tee vertragen. Oder einen großen Schnaps. Oh, natürlich, Professor, sagte Hagrid, offenbar erschöpft. Kommen Sie rein, kommen Sie. Hermine und Harry lauschten mit gespitzten Ohren. Sie hörten Schritte, das leise Fluchen des Henkers. Die Tür fiel ins Schloss und dann herrschte Stille. Was jetzt? Flüsterte Harry und sah sich um. Wir müssen uns hier drin verstecken, sagte Hermine, die ziemlich mitgenommen aussah. Wir müssen erstmal warten, bis wir wieder im Schloss sind. Und dann, bis es ungefährlich ist, mit Seidenschnabel zum Fenster von Sirius fliegen. Er wird erst ein paar Stunden dort sein. Mensch, das wird schwierig werden. Nervös blickte sie über die Schulter ins Dunkel des Waldes. Die Sonne ging jetzt unter. Harry dachte scharf nach. Wir können nicht hierbleiben, sagte er. Wir müssen die peitschende Weide sehen können, sonst wissen wir nicht, was geschieht. Gut, sagte Hermine und klammerte die Hand noch fest am Seidenschnabelslein. Aber wir dürfen uns nicht blicken lassen. Harry, denk dran. Während sie am Waldrand entlang schlichen, senkte sich die Dunkelheit wie ein schwarzes Tuch über sie. Schließlich versteckten sie sich hinter einer Gruppe von Bäumen, von der aus sie die peitschende Weide erkennen konnten. Das Ron? Sagte Harry plötzlich. Eine dunkle Gestalt hetzte über das Gras und ihre Rufe hallten durch die stille Nachtluft. Lass ihn in Ruhe! Hau ab, Kratze, komm hierher! Und dann tauchten wir aus dem Nichts zwei weitere Gestalten auf. Harry beobachtete, wie er selbst und Hermine Ron hinterherjagten, der jetzt ins Gras hechtete. Hab ich dich! Hau ab, du stinkender Kater! Da ist Sirius, sagte Harry. Der riesige Hund war zwischen den Wurzeln der Weide hervorgesprungen. Sie sahen, wie der schwarze Umriss Harry zu Boden stieß und Ron packte. Sieht von hier aus noch schlimmer aus, nicht wahr? Sagte Harry und beobachtete, wie der Hund Ron zwischen der Wurzel zerrte. Autsch, der Baum hat mir gerade eine verpasst. Und jetzt kriegst du auch eine gewischt, das ist unheimlich. Die peitschende Weide ächzte und schlug mit den unteren Zweigen aus. Sie sahen sich selbst dabei zu, wie sie immer wieder versuchten, den Baum zu überlisten und an den Stamm zu gelangen. Und dann erstarrte der Baum. Jetzt hat Krumm meinen Knoten gedrückt, sagte Hermine. Und los geht's, murmelte Harry, wir sind schon drin. Kaum waren sie verschwunden, regte sich der Baum wieder. Sekunden später hörten sie ganz in der Nähe Schritte. Dumbledore, McNair, Fudge und das alte Ausschlussmitglied waren auf dem Rückweg ins Schloss. Gleich nachdem wir runter in den Tunnel sind, sagte Hermine, wenn Dumbledore doch bloß mitgekommen wäre. McNair und Fudge wären dann auch mitgekommen, sagte Harry bitter. Und Fudge hätte McNair auf der Stelle befohlen, Sirius umzubringen. Darauf kannst du Gift nehmen. Sie sahen den vier Männern nach, die jetzt die Schlosstreppe hochstiegen und verschwanden. Ein paar Minuten herrschte Stille. Dort kommt Lupin, sagte Harry. Und sie sahen seine Gestalt die Steinstufen hinunterspringen und auf die Weide zurennen. Harry sah zum Himmel. Der Mond war völlig hinter den Wolken verschwunden. Sie sahen, wie Lupin einen abgebrochenen Zweig aus dem Gras hob und den Knoten am Baumstamm anstupste. Der Baum hörte auf, um sich zu schlagen, und auch Lupin verschwand im Erdloch zwischen den Wurzeln. »Wenn er nur den Tarnumhang mitgenommen hätte«, sagte Harry, »der liegt da einfach rum.« Er drehte sich zu Hermine um. »Wenn ich kurz hierüber renne und ihn hole, kann ihn Snape nicht mitnehmen und Harry, niemand darf uns sehen.« »Wie kannst du es ertragen?« erwiderte er aufgebracht. »Einfach nur rumstehen und alles geschehen lassen?« Zögerte. »Ich schnapp mir den Umhang.« »Harry, nein!« Hermine packte Harry am Kragen und keinen Moment zu früh. In diesem Augenblick hörten sie, wie jemand laut anfing zu singen. Es war Hagrid. Leicht schwankend war er auf dem Weg zum Schloss, schmetterte ein Liedchen und fuchtelte mit einer großen Flasche in der Hand durch die Luft. »Siehst du?« flüsterte Hermine. »Siehst du, was passiert wäre? Wir müssen versteckt bleiben. Nein, Seidenschnabel.« Der Hippogreif machte erneut hektische Anstalten, zu Hagrid zu laufen. Auch Harry packte ihn jetzt wieder an der Leine und hielt ihn mühsam zurück. Sie sahen Hagrid nach, wie er in gewagten Schlangenlinien den Weg entlang ging und schließlich verschwand. Seidenschnabel alarmte und ließ traurig den Kopf sinken. Kaum zwei Minuten später flog das Schlossportal erneut auf und Snape kam heraus. Mit großen Schritten kam er auf die Weide zu. Vor der Weide hielt er inne und blickte sich um. Harry ballte die Fäuste. Snape langte nach dem Tarnumhang im Gras und hob ihn hoch. »Lass deine dreckigen Finger davon«, knurrte Harry hinter vorgehaltener Hand. »Sch!« Snape nahm den Ass, den schon Lupin benutzt hatte, um den Baum zu lähmen, stupste gegen den Knoten
und verschwand dann unter dem Tannenbaum. Das war's, sagte Hermine. Wir sind jetzt alle da unten. Und jetzt müssen wir warten, bis wir wieder rauskommen. Sie nahm das Ende von Seidenschnabelsleine und wickelte es fest um den nächsten Baum. Dann setzte sie sich auf den trockenen Boden und schlang die Arme um die Knie. Harry, eins verstehe ich nicht. Warum haben die Dementoren Sirius nicht gekriegt? Ich weiß noch, wie sie kamen und dann bin ich wohl ohnmächtig geworden. Es waren so viele. Auch Harry setzte sich ins Gras. Er schilderte Hermine, was er gesehen hatte. Der Dementor hatte bereits seinen Schlund auf Harrys Mund gesenkt, als ein großes weißes Etwas über den See galoppiert war und die Dementoren zum Rückzug trieb. Als Harry fertig war, stand Hermines Mund halb offen. Aber was war das? Wenn es die Dementoren vertrieben hat, dann kann es nur eins gewesen sein, sagt Harry. Ein richtiger Patronus, ein mächtiger. Aber wer hat ihn heraufbeschworen? Harry antwortete nicht. Er dachte an die Gestalt, die er auf der anderen Seite des Sees gesehen hatte. Er wusste schon, an wen er dabei dachte, aber wie konnte das nur möglich sein? Hast du nicht gesehen, wie er aussah? Fragte Hermine. War es einer der Lehrer? Nein, sagte Harry. Es war kein Lehrer. Aber es muss ein sehr mächtiger Zauberer gewesen sein, wenn er all diese Dementoren verjagen konnte. Wenn der Patronus so leuchtete, hat er ihn nicht beschienen. Konntest du nichts sehen? Doch, ich habe ihn gesehen, sagte Harry langsam. Aber vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Ich konnte nicht klar denken. Gleich danach bin ich ohnmächtig geworden. Wer glaubst du war's? Ich glaube, Harry schluckte. Er wusste, wie seltsam dies klingen würde. Ich glaube, es war mein Vater. Harry blickte auf und sah, dass Hermine den Mund weit aufgerissen hatte. Sie starrte ihn mit einer Mischung aus Entsetzen und Mitleid an. Harry, dein Dad ist, ja, tot, sagte sie leise. Du weißt, das weiß ich, sagte Harry rasch. Glaubst du, es war ein Geist? Ich weiß nicht. Nein, er schien aus Fleisch und Blut. Aber dann, vielleicht habe ich mir alles nur eingebildet, sagte Harry. Aber was ich gesehen habe, sah wie Dad aus. Ich habe Fotos von ihm. Hermine sah ihn immer noch an, als mache sie sich Sorgen um seinen Verstand. Ich weiß, es klingt verrückt, sagte Harry mit tonloser Stimme. Er sah sich nach dem Hippogreif um, der gerade den Schnabel in die Erde bohrte und offenbar nach Würmern suchte. Aber im Grunde sah er seinen Schnabel gar nicht an. Er dachte über seinen Vater nach und über seine drei ältesten Freunde. Moony, Wurmschwanz, Tatze und Krone. Waren sie alle vier heute Nacht auf dem Gelände? Wurmschwanz war diesen Abend wieder aufgetaucht, wo doch alle gedacht hatten, er sei tot. War es denn unmöglich, dass sein Vater dasselbe getan hatte? Hat er drüben an dem anderen Ufer wirklich jemanden gesehen? Die Gestalt war zu weit weg und zu verschwommen. Doch einen Moment lang war er sich sicher gewesen, bevor er ohnmächtig wurde. Eine leichte Brise ließ die Blätter über ihn rascheln. Hinter den Wolken, die über den Himmel zogen, kam der Mond zum Vorschein und verschwand wieder. Hermine saß da, unverwandt auf die Weide blickend, und wartete. Und dann, endlich, nach über einer Stunde. »Da kommen wir«, flüsterte Hermine. Auch Seidenschnabel hob den Kopf. Sie sahen Lupin, Ron und Pettigrew mühsam aus dem Erdloch klettern. Dann kam Hermine, dann der bewusstlose Snape merkwürdig senkrecht dahin schwebend. Und schließlich kam Harry und Black. Sie alle machten sich auf den Weg zum Schloss. Harrys Herz begann sehr schnell zu pochen. Er sah zum Himmel. Jeden Moment würde diese Wolke wegziehen und der Mond würde zum Vorschein kommen. Harry, murmelte Hermine, als ob sie genau wüsste, was er dachte. Wir müssen hier bleiben. Wir dürfen nicht gesehen werden. Wir können nichts tun. Also lassen wir Pettigrew einfach wieder entkommen, sagte Harry leise. Wie willst du denn in der Dunkelheit eine Ratte finden? Fauchte Hermine. Wir können nichts tun. Wir sind zurückgekommen, um Sirius zu helfen, und wir sollten jetzt nichts anderes tun. Ist ja gut. Der Mond trat hinter der Wolke hervor. Sie sahen, wie die kleinen Figuren auf dem Gras innehielten. Dann bewegte sich etwas. Das ist Lupin, flüsterte Hermine. Er verwandelt sich. Hermine, sagte Harry plötzlich, wir müssen fort von hier. Das geht nicht. Ich erkläre dir doch ständig, dass wir uns nicht einmischen sollen. Ja doch, aber Lupin wird direkt in den Wald rennen, direkt hierher auf uns zu. Hermine riss die Augen auf. Schnell, stöhnte sie und sprang zu Seidenschnabel, um ihn loszubinden. Schnell, wo sollen wir denn hin? Wo sollen wir uns verstecken? Die Dementoren würden hier jeden Moment kommen.
Zurück zu Hagrid, sagte Harry. Die Hütte ist leer, komm schon. Sie rannten so schnell sie konnten und Seidenschnabel setzte in langen Sprüngen hinter ihnen her. Schon hörten sie den Werwolf hinter sich heulen. Sie konnten die Hütte jetzt sehen. Harry rutschte zur Tür, stieß sie auf und Hermine und Seidenschnabel flitzten an ihm vorbei. Harry stürzte ihnen nach und verriegelte die Tür. Fang, der Saurüde kläffte laut. Sch, Fang, wir sind's, sagte Hermine. Rasch ging sie hinüber und kraulte Fang besänftigend die Ohren. Das war wirklich knapp. Ja. Harry sah aus dem Fenster. Von hier aus war kaum etwas zu sehen. Seidenschnabel schien überglücklich, wieder zu Hause zu sein. Er legte sich vor den Kamin, faltete zufrieden die Flügel und wollte offenbar ein kleines Nickerchen einlegen. Ich glaube, ich gehe am besten wieder nach draußen, sagte Harry langsam. Ich kann von hier aus nicht sehen, was passiert, und wir müssen doch wissen, wann es Zeit ist. Hermine sah ihn argwöhnisch an. Ich werde mich ganz bestimmt nicht einmischen, sagte Harry rasch. Aber wenn wir nicht sehen, was passiert, wie sollen wir dann wissen, wann es Zeit ist, Sirius zu retten? Von mir aus. Ich warte hier mit Seidenschnabel, aber sei vorsichtig, Harry. Da draußen ist ein Werwolf und die Dementoren. Harry ging hinaus und schlich um die Hütte herum. Aus der Ferne hörte er erschöpfte Schreie. Die Dementoren kreisten jetzt Sirius ein. Er und Hermine würden jeden Augenblick zu ihm laufen. Harry schaute hinüber zum See und sein Herz führte eine Art Trommelwirbel in seiner Brust auf. Wer immer auch den Patronus geschickt hatte, würde jeden Moment auftauchen. Für den Bruchteil einer Sekunde stand er unentschlossen vor Hagrids Tür. Keiner darf dich sehen. Doch er wollte nicht gesehen werden. Er wollte sehen. Er musste unbedingt wissen. Und da waren die Dementoren. Sie kamen aus der Dunkelheit aus allen Richtungen und glitten am Ufer des Sees entlang. Sie entfernten sich von Harry, schwebten hinüber zum anderen Ufer. Er würde ihnen nicht zu nahe kommen. Harry rannte los. Er dachte nur noch an seinen Vater. Wenn er es war, wenn er es wirklich war. Er musste es wissen, er musste es herausfinden. Der See kam näher und näher, doch niemand war zu sehen. Am anderen Ufer konnte er dünne Silberschleier erkennen, seine eigenen Versuche, einen Patronus zu erschaffen. Harry versteckte sich hinter einem Busch am Wasser und lauschte verzweifelt durch das Blattwerk. Das silberne Glimmern am anderen Ufer erschloss mit einem Mal. Erregung packte ihn und Furcht, jeden Augenblick. Komm jetzt, murmelte er und spähte umher. Wo bist du, Dad? Komm bitte. Doch keiner kam. Harry hob den Kopf und sah hinüber. Die Dementoren hatten einen Ring gebildet. Einer von ihnen nahm die Kapuze ab. Es war höchste Zeit, dass der Retter erschien, doch diesmal kam keiner zur Hilfe. Und dann traf es ihn wie ein Schlag. Er begriff. Er hatte nicht seinen Vater gesehen, sondern sich selbst. Harry stürzte hinter dem Busch hervor und zückte den Zauberstab. Expecto Patronum, rief er. Und aus der Spitze seines Zauberstabs brach etwas hervor. Keine unförmige Nebelwolke, sondern ein schönes, blendend helles, silbernes Tier. Er kniff die Augen zusammen und versuchte zu erkennen, was es war. Es sah aus wie ein Pferd, es galoppierte lautlos davon über die schwarze Oberfläche des Sees. Harry sah, wie es den Kopf senkte und mit den Hinterbeinen gegen den Schwarm der Dementoren ausschlug. Jetzt galoppierte es im Kreis um die schwarzen Gestalten am Boden und die Dementoren wichen zurück, zerstreuten sich, verloren sich in der Dunkelheit und waren verschwunden. Der Patronus wandte sich um. Das Tier galoppierte über den stillen See zurück. Es war kein Pferd. Es war auch kein Einhorn. Es war ein Hirsch. Er leuchtete so hell wie der Mond am Himmel und er kehrte zu ihm zurück. Am Ufer hielt er inne. Seine Hufe hinterließen keine Spur im weichen Boden. Er starrte Harry mit seinen großen, silbernen Augen an. Langsam neigte er den Kopf mit dem schweren Geweih. Und Harry erkannte. Krone, flüsterte er. Doch als er das Geschöpf mit zitternden Fingern berühren wollte, verschwand es. Harry blieb mit ausgestreckter Hand stehen. Dann, und schon wollte ihm das Herz zerspringen, hörte er hinter sich Rufgetrappel. Er wirbelte herum und sah Hermine auf ihn zuspringen, Seidenschnabel im Schlepptau. Was hast du getan? Sagte sie und schäumte vor Wut. Du wolltest doch nur Ausschau halten. Ich habe gerade unser aller Leben gerettet, sagte Harry. Komm, hinter diesem Busch, ich erklär's dir.
Er schilderte, was geschehen war, und Hermine lauschte abermals mit offenem Mund. Hat dich jemand gesehen? Ja, hast du es denn nicht gehört? Ich habe mich gesehen. Es ist gut jetzt. Harry, ich kann's nicht glauben, du hast einen Patronus heraufbeschworen, der all diese Dementoren verjagt hat. Das ist sehr, sehr weit fortgeschrittene Zauberei. Ich wusste, dass ich es diesmal schaffen würde, sagte Harry, weil ich schon einmal geschafft habe. Rede ich Unsinn? Ich weiß nicht, Harry. Harry, da drüben ist Snape. Sie lugten hinter den Busch hervor, auf die andere Seite. Snape war zu sich gekommen. Er zauberte Tragen hervor und hiefte die leblosen Gestalten von Harry, Hermine und Black hoch. Eine vierte Trage, zweifellos mit Ron, schwebte bereits neben ihm. Dann, mit ausgestrecktem Zauberstab, ließ er sie zum Schloss hervorschweben. Gut, bald ist es soweit, sagte Hermine angespannt und warf einen Blick auf die Uhr. Wir haben eine Dreiviertelstunde, bis Dumbledore die Tür zum Krankenflügel abschließt. Wir müssen Sirius retten und im Krankenstall zurück sein, bevor jemand merkt, dass wir fehlen. Beim Warten sahen sie den Wolken zu, die sich im See spiegelten, während der Busch vor ihnen in der Brise wisperte. Seidenschnabel langweilte sich und stocherte wieder nach Würmern. »Meinst du, er ist schon dort oben?« sagte Harry und sah auf die Uhr. Er sah hoch zum Schloss und zählte die Fenster rechts vom Westturm ab. »Schau«, flüsterte Hermine. »Wer ist das? Da kommt jemand aus dem Schloss.« Harry spähte durch die Nacht. Der Mann eilte über das Gelände auf einen der Eingänge zu. Etwas Metallenes schimmerte an seinem Gürtel. »McNair«, sagte Harry. »Der Henker. Er holt die Dementoren. Wir müssen los, Hermine.« Hermine legte die Hände auf Seidenschnabels Rücken und Harry half ihr, sich aufzuschwingen. Dann stellte er den Fuß auf einen niedrigen Ast und kletterte selbst hoch. Er zog Seidenschnabel die Leine um den Hals und befestigte sie wie Zügel oben am Kummel. »Fertig«, flüsterte er. Hermine hinter ihm zu. »Du hältst dich am besten an mir fest.« Mit den Fersen stieß er Seidenschnabel sanft in die Seiten. Seidenschnabel flatterte mühelos hoch in den dunklen Himmel. Harry presste die Knie gegen seine Flanken und spürte, wie sich die großen Flügel neben ihm kraftvoll spannten. Hermine klammerte sich fest um Harrys Hüfte. Er konnte sie murmeln hören. »Oh nein, das ist nichts für mich. Oh nee, das ist wirklich nichts für mich.« Harry trieb Seidenschnabel zur Eile. Sie schwebten leise hinauf zu den oberen Stockwerken des Schlosses. Harry zog die Leine heftig nach links und Seidenschnabel folgte ihm. Harry versuchte, die vorbeifliegenden Fenster zu zählen. »Oh«, sagte er und riss mit aller Kraft an der Leine. Seidenschnabel flog langsamer und dann blieben sie in der Luft stehen. Wenn man davon absah, dass sie auf- und abhüpften, weil Seidenschnabel mit den Flügen schlagen musste, um oben zu bleiben. »Er ist da«, sagte Harry, der Sirius gesehen hatte, als sie vor seinem Fenster auftauchten. Er streckte die Hand mit dem Zauberstab aus und konnte beim nächsten Flügelschlag gegen das Glas schlagen. Black blickte auf Harry, sah, wie ihm die Kinnlade runterfiel. Black sprang vom Stuhl, stürzte zum Fenster und wollte es öffnen, doch es war verschlossen. »Zurücktreten«, rief ihm Hermine zu. Mit der linken Hand klammerte sie sich an Harrys Umhang fest, mit der rechten zückte sie den Zauberstab. »Hallo, Mora«. Das Fenster sprang auf. »Wie? Wie?« fragte Black, erschöpft und starrte den Hippogreif an. »Steig auf, wir haben keine Zeit zu verlieren«, sagte Harry und packte seinen Schnabel fest an der einen Seite seines schlanken Halses, um ihn ruhig zu halten. »Du musst fliehen, die Dementoren kommen. McNair holt sie.« Black hielt sich an beiden Seiten des Fensters fest und zog Kopf und Schultern ins Freie. Ein Glück, dass er so mager war. In Sekundenschnelle gelang es ihm, ein Bein über seinen Schnabelsrücken zu schwingen und sich hinter Hermine auf den Hippogreif zu ziehen. »Gut gemacht, Seidenschnabel. Und jetzt hoch«, sagte Harry und schlackerte mit der Leine. »Hoch zum Turm. Mach schon.« Mit einem Schlag seiner mächtigen Flügel rauschten sie davon, hoch bis zur Spitze des Westturms. Seidenschnabel landete hufklappernd auf den Zinn und Harry und Hermine ließen sich sofort heruntergleiten. »Sirius, du verschwindest am besten schnell«, keuchte Harry. »Sie werden jeden Moment in Flitwicks Büro kommen und sehen, dass du fort bist.« Seidenschnabel scharrte auf den Boden und warf seinen scharfen Kopf hin und her. »Was mit dem anderen Jungen passiert, mit Ron?« krächzte Sirius. »Er wird sich wiederholen. Ist immer noch außer Gefecht, aber wenn der Pomfrey sagt, sie wird ihn schon wieder hinkriegen. Schnell, flieh!« Doch Black starrte Harry unverwandt an. »Wie kann ich dir jemals danken? Flieh!« riefen Harry und Hermine aus einem Mund. Black warf seinen Schnabel herum und sah in den offenen Himmel. »Wir sehen uns wieder«, sagte er. »Du bist
ganz der Sohn deines Vaters, Harry. Er drückte die Fersen in seinen Schnabelseiten. Harry und Hermine sprangen zurück und die gewaltigen Flügel hoben sich von neuem. Der Hippogreif stieg in den Nachthimmel. Harry sah ihnen nach, wie sie kleiner und kleiner wurden. Dann schob sich eine Wolke vor den Mond. Fort waren sie. So, das war Kapitel 21. Ganz schön spannend. Jetzt haben sie doch noch die Flucht geschafft. Jetzt ist Black doch noch gerettet. Aber wir dürfen nicht vergessen, Harry und Hermine müssen noch zurück zu ihrem Ausgangspunkt im Krankenflügel, Krankensaal. Das sind die magischen Gesetze. Ich sehe, hier sind noch ein paar dazugekommen. Hallo an alle, die jetzt noch reingekommen sind. He's back, ja. Kleine Winterpause, eine unfreiwillige. Wohnt schon seit 10 Jahren da. Oha. Aber dann kannst du ja, dann gefällt es dir, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Dann ist ja scheinbar sehr schön da, wenn du da bleibst. Bisschen lauter, okay, ich kann es noch ein bisschen lauter machen. Aber so viel lauter würde ich dann nicht mehr machen, weil sonst übersteuert das manchmal, wenn ich dann zu laut bin. Ja, ich habe die Filme gesehen. Habt ihr alle bestimmt schon 10 Mal angeschaut oder so. Ich weiß nicht genau. So, ich schau mal gerade, wie viele noch fehlt. Schaffen wir das heute noch? Es sind schon noch einige. Schau mal kurz. Mal gucken, wie viele Seiten da sind. Moment, ich muss mal kurz gucken. Mein iPad macht ein bisschen Faxen. Also doch. Was meint ihr, sollen wir das letzte Kapitel, also ist das nur noch ein Kapitel im Buch, sollen wir das jetzt heute machen? Oder sollen wir uns das aufheben für nächstes Mal? Was ist euer... Was ist eure Präferenz? Heute oder das Beste zum Schluss aufheben für nächstes Mal? Film oder Buch hat beides was, finde ich. Ich kann jetzt nicht jedes Mal lesen, aber die Bücher sind halt ein bisschen umfangreicher, ne? Da ist ein bisschen mehr Detail drin. Da wird die Welt lebendiger, habe ich das Gefühl. Wobei das auch was Cooles ist, wenn man es einfach sieht. Oh, hier ist ein so komisches Viech. Wo kommt das denn her? Ist das überhaupt hier reingekommen? Komischer Falter. Mal kurz mein Fenster auf. Kann ich raus. Brauche ich nicht hier drin. Komm. Geh weg. Ich habe mein Fenster zu. Ich weiß gar nicht, wie der hier reingekommen ist. Wenn du noch kannst, heute noch. Ja, ich überlege gerade. Das wäre noch eine halbe Stunde. Ungefähr, laut meinem iPad. Das gibt mir ungefähr die Lesezeit. Ich glaube, wir machen das einfach heute fertig, ne? Wenn ihr, ist ja auch Samstag, habt ihr bestimmt noch ein bisschen Zeit. Wenn ich jetzt nicht von diesem komischen Falter erschlagen werde. Ich würde ihn ja gerne rausschubsen, aber ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Mein Fenster aufgemacht. Aber er ist noch nicht rausgeflogen.
Einmal, als ich aufgewacht bin, mitten in der Nacht, habe ich was getrunken aus meinem Glas. Und dann war da auch so ein komischer Fall da drin. Seitdem habe ich ein bisschen. Mag ich ihn nicht mehr so. Das war nicht so eine leckere Überraschung, muss ich sagen. Kann man sich sparen, kann ich nicht empfehlen. Okay, dann mache ich mal, schreibe ich das hier mal kurz auf. Kapitel 22. Noch einmal. Eulenpost. Heißt das Kapitel. Und das nächste Mal dann das nächste Buch. Ja, das ist der Plan. Also ich würde jetzt einfach mit Kapitel 4 weitermachen, außer ihr habt da komplett was dagegen oder so. So, dann muss ich nur kurz was trinken, dann können wir weitermachen. Ihr könnt noch alle den Stream liken, wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, dann wird das noch ein bisschen mehr Leuten angezeigt. Das hilft immer. Wann ist das nächste Mal? Gute Frage. Wie gesagt, ich habe jetzt ja vor, wieder regelmäßiger zu streamen. Jetzt hatte ich ja lange Winterpause. Und davor haben wir auch, oder was heißt Winterpause, aber davor haben wir auch das Spiel gemacht. Da haben wir auch nicht vorgelesen. Der letzte Stream mit dem Hörbuch ist ja schon eine ganze Weile her. Aber nächstes Wochenende kann gut sein, weil da habe ich ein bisschen Zeit. Da habe ich, glaube ich, müsste klappen. Am Morgen habe ich keine Zeit, deswegen habe ich es heute gemacht, sonst hätte ich es gerne am Sonntag gemacht. Aber dann dachte ich mir, ich habe jetzt gerade Zeit, ich habe Lust. Mein Internet geht zwar nicht, aber mit dem Handy geht es, mit dem Hotspot. Dann machen wir das einfach heute, bevor wir das wieder gar nicht machen. Dann kann ich halt nicht diesen Rhythmus einhalten, da jeden Sonntagabend. Aber dann mache ich halt, wann es passt, und dann könnt ihr euch das ja einfach anhören, wann ihr Lust habt. Wie geht's so? Ja, ganz gut. Bin gerade mal unterwegs, deswegen höre ich mich vielleicht ein bisschen anders an. Ich habe wieder mein altes Mikrofon, weil das klein ist und nur ein Kabel braucht. Und nicht so schwer und groß ist mit lauter Zeug. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Dann machen wir mal weiter. Dem letzten Kapitel des Buches. Findet ihr eigentlich, das macht einen Unterschied? Das Mikrofon? Also, vielleicht von der Lautstärke, aber ich meine jetzt eher von der Qualität. Weil damit habe ich das erste Buch aufgenommen und dann habe ich mal ein bisschen besseres gekauft. Nur, das ist halt auch dementsprechend groß. Oder was heißt groß, aber da ist halt mehr Zeug dabei. Du hast gerade den Trailer von Tribute von Panem Teil 5 geschaut. Kannst du das empfehlen? Ich habe nicht mal den ersten Teil geschaut. Aber wenn du das empfehlen kannst, dann kann ich mir das mal anschauen. Vielleicht sogar heute. Naja, wahrscheinlich eher morgen oder so, aber ich kenne das gar nicht. Okay. Ich wäre schon selber müde bei dem Hörbuch. Dann machen wir mal weiter mit dem letzten Kapitel hier, bevor ihr alle eingeschlafen seid. Oder damit ihr alle einschlafen könnt. Letztes Kapitel. Das letzte kommt im November im Kino, aber die anderen sind empfehlenswert. Ja, dann schaue ich mir mal einen Teil an, den ersten wahrscheinlich. Also ich habe das schon gehört und so. Man kriegt das ja schon so am Rande mit, aber ich habe das noch nie angeschaut. Aber es gibt halt immer so viel, was man sich anschauen kann. Alles kann man sich halt nicht mal anschauen. Aber wenn du meinst, das ist gut, dann gucke ich mir das mal an. Einen Teil. Und wenn das gut ist, also der Film, der Teil, dann kann ich mir mal die anderen noch anschauen. Gut. Also,
Teil 22. Kapitel 22. Teil 3. Kapitel 22. Noch einmal Eulenpost. Harry. Hermine zupfte ihn am Ärmel und starrte auf die Uhr. Wir haben genau 10 Minuten, um in den Krankenflügel runterzukommen, bevor Dumbledore die Tür schließt. Und keiner darf uns sehen. Okay, sagte Harry und wandte sich widerwillig vom Nachthallen ab. Gehen wir. Sie schlüpften durch die Turmtür und stiegen eine schmale Wendeltreppe hinunter. Unten angekommen hörten sie Stimmen. Sie drängten sich in eine Nische in der Wand und lauschten. Die Stimmen klangen nach Fudge und Snape, die rasch den Korridor entlang gingen, in dem Harry und Hermine standen. Hoffe nur, Dumbledore macht keine Scherereien, sagte Snape. Und der Kuss wird auch sofort ausgeführt, sobald McNair mit den Dementoren zurückkommt. Diese ganze Affäre mit Black war äußerst peinlich. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue, dem Tagespropheten mitzuteilen, dass wir ihn endlich gefasst haben. Die werden mit ihnen versprechen wollen, Snape. Und sobald der junge Harry wieder bei Verstand ist, möchte er den Zeitungsleuten sicher genau erzählen, wie sie ihn gerettet haben. Harry biss die Zähne zusammen. Fudge und Snape gingen jetzt an ihrem Versteck vorbei und erhaschte einen Blick auf Snapes grinsendes Gesicht. Ihre Schritte wurden leiser und erstarben. Um sicher zu gehen, warteten Harry und Hermine noch einige Sekunden, dann rannten sie in die andere Richtung. Eine Treppe hinunter, noch eine, durch einen Korridor. Und dann hörten sie vor sich ein gackerndes Lachen. Peeves, zischte Harry und packte Hermine am Handgelenk. Da rein! Gerade noch rechtzeitig stürzten sie in ein leeres Klassenzimmer zur Linken. Peeves hüpfte in bester Laune den Korridor entlang und schien sich vor Lachen nicht mehr einzukriegen. Oh, ist ja abscheulich, wisperte Hermine, das Ohr an der Tür. Ich würde erst ganz aus dem Häuschen, weil die Dementoren Sirius erledigen wollen. Sie sah auf die Uhr. Noch 3 Minuten, Harry. Sie warteten, bis Peeves schadenfroher Singsang in der Ferne verstummt war. Dann glitten sie aus dem Zimmer und rannten erneut los. Hermine, was passiert, wenn wir nicht reinkommen, bevor Dumbledore die Tür schließt? Ich und Harry. Daran will ich gar nicht denken, stöhnte Hermine und sah wieder auf die Uhr. 1 Minute noch. Sie waren im Korridor zum Krankenflügel angelangt. Gut, ich kann Dumbledore hören, sagte Hermine, angespannt. Komm in, Harry. Sie schlichen den Gang entlang. Die Tür öffnete sich, Dumbledores Rücken erschien. Ich werde euch einschließen, hörte sie ihn sagen. Es ist 12:05, Hermine. 3 Umdrehungen sollten genügen. Viel Glück. Dumbledore trat heraus, schloss die Tür und nahm seinen Zauberstab, um sie magisch zu verschließen. Von Panik gepackt stürzten Harry und Hermine auf ihn zu. Dumbledore sah auf und ein breites Lächeln erschien unter seinem langen silbernen Schnurrbart. Hm? Fragte er leise. Wir haben es geschafft, sagte Harry atemlos. Sirius ist geflohen, auf dem Rücken von Seifenschnabel. Dumbledore strahlte. Gut gemacht, ich glaube. Er lauschte aufmerksam an der Tür zum Krankensaal. Ja, ich glaube, auch ihr seid fort. Geht rein, ich schließe euch ein. Harry und Hermine schlüpften durch die Tür. Der Saal war fast leer, nur Ron lag immer noch reglos im letzten Bett. Die Tür klickte ins Schloss und Harry und Hermine krochen in ihre Betten zurück. Hermine schickte den Zeitumkehrer unter ihrem Umhang. Und schon kam Madame Pomfrey aus ihrem Büro gewuselt. Habe ich den Direktor gehen hören? Darf ich jetzt nach meinem Patienten schauen? Sie hatte ausgesprochen schlechte Laune. Harry und Hermine hielten es für das Beste, ihr stumm die Schokolade abzunehmen. Madame Pomfrey stand neben ihnen und passte auf, dass ihre Medizin auch aßen. Doch Harry konnte kaum schlucken. Er und Hermine warteten, lauschten, ihre Nerven lagen blank. Und dann, als sie beide das vierte Stück Schokolade hinunterwürgten, hörten sie aus der Ferne irgendwo über ihnen ein zorniges Grollen. Was war das? Fragte Madame Pomfrey aufgeschreckt. Jetzt konnten sie wütende Stimmen hören, die immer lauter wurden. Madame Pomfrey startete zur Tür. Also wirklich, sie wecken alle auf. Was bilden sie sich eigentlich ein? Harry versuchte zu verstehen, was die Stimmen sagten. Sie kamen näher. Er muss der separiert sein, Severus. Wir hätten jemanden bei ihm lassen sollen, wenn das rauskommt. Von wegen der separiert, brüllte Snape. Jetzt ganz in der Nähe. Man kann in diesem Schloss weder apparieren noch desapparieren. Das hat etwas mit Potter zu tun. Severus, seien Sie vernünftig. Harry wird auch eingeschlossen. Krach. Die Tür zum Krankensaal flog auf. Fudge, Snape und Dumbledore kamen herein.
Einzig Dumbledore sah gelassen aus. Tatsächlich sah fast aus, als würde er sich amüsieren. Fudge schien verärgert, doch Snape war außer sich. Raus mit der Sprache, Potter! Professor Snape? Kreischte Madame Pomfrey. Benehmen Sie sich! Snape, seien Sie vernünftig, sagte Fudge. Diese Tür war fast verschlossen. Das haben wir eben festgestellt. Die beiden haben ihm geholfen zu fliehen, ich weiß es, heulte Snape und deutete auf Harry und Hermine. Sein Gesicht war zu einer Grimasse verzerrt und Spucke sprühte ihm aus dem Mund. Beruhigen Sie sich, Mann, bellte es Fudge. Sie reden Unsinn. Sie kennen Potter nicht, kreischte Snape. Er hat es getan, ich weiß es genau. Nun, sag gut, Severus, sagte Dumbledore. Denken Sie mal darüber nach, was Sie sagen. Diese Tür war verschlossen, seit ich vor 10 Minuten hier raus bin. Madame Pomfrey, haben diese Schüler ihre Betten verlassen? Natürlich nicht, sagte Madame Pomfrey entrüstet. Das hätte ich gehört. Nun, da haben Sie es, Severus, sagte Dumbledore sanft. Ich glaube, es hängt gerade teilweise. Ich kann leider gerade nicht so viel machen, weil ich eh schon mit dem Hotspot verbunden bin. Ich hoffe, jetzt geht's wieder. Ich mach mal die Bitrate ein bisschen runter. Moment. Das kann ich tatsächlich machen. Ich hoffe, das hat jetzt geholfen. Es tut mir leid, dass es manchmal hängt. Ich kann es jetzt gerade einfach nicht ändern. Ich hoffe, es ist trotzdem noch okay. Sonst lesen wir halt das Kapitel irgendwann nochmal. Wenn Sie behaupten wollen, dass Harry und Hermine an 2 Orten zugleich sein können, sehe ich nicht, warum wir sie noch länger da stören sollten. Snape brodelte immer noch vor Zorn und sein Blick wanderte von Fudge, der von Snapes Gebaren zutiefst schockiert sein schien, zu Dumbledore, dessen Augen hinter den Brillengläsern funkelten. Snape wirbelte herum und stürmte mit wehendem Umhang aus dem Krankensaal. »Der Bursche scheint recht durcheinander zu sein«, fragte Fudge und starrte ihm nach. »Ich würde ihn im Auge behalten, wenn ich Sie wäre, Dumbledore.« »Ach, er ist nicht durcheinander«, sagte Dumbledore gelassen. Er hat nur eben eine schwere Enttäuschung erlitten. Da ist er nicht der Einzige, seufzte Fudge. Ich sehe schon die Schlagzeile im Tagespropheten. Wir hatten Black schon dingfest gemacht und er ist uns wieder entwischt. Es muss nur noch ans Licht kommen, dass dieser Hippogreif auch entkommen ist und ich bin das Gespött der Leute. Nun, ich verschwinde jetzt besser und benachrichtige das Ministerium. Und die Dementoren? Sagte Dumbledore. Sie werden doch von der Schule abgezogen, oder etwa nicht? Oh doch, Sie müssen gehen, sagte Fudge und fuhr sich zerstreut mit den Fingern durch die Haare. Hätte mir nie träumen lassen, dass Sie versuchen würden, einem unschuldigen Kind Ihren Kuss zu verpassen. Völlig außer Kontrolle, ne. Heute Abend lasse ich Sie noch nach Azkaban verfrachten. Vielleicht sollten wir über Drachen am Schuleingang nachdenken. Da wäre Hagrid gleich dabei, sagte Dumbledore und lächelte Harry und Hermine zu. Als er und Fudge den Schlafsaal verlassen hatten, flitzte Madame Pomfrey gleich zur Tür und schloss ab. Zornig, vor sich hin schmurmelnd, eilte sie zurück in ihr Büro. Ein leises Stöhnen drang vom anderen Ende des Saals herüber. Ron war aufgewacht. Er setzte sich auf, rieb sich den Kopf und sah sich um. »Was? Was ist passiert?« ächzte er. »Harry, warum sind wir hier? Wo ist Black? Was ist hier eigentlich los?« Harry und Hermine sahen sich an. Erklär du mal, sagte Harry und nahm sich doch ein wenig Schokolade. Als Harry, Ron und Hermine am nächsten Tag um die Mittagszeit den Krankenflügel verließen, fanden sie ein fast menschenleeres Schloss vor. Die flirrende Hitze und das Ende der Prüfungen hatten alle auf die Idee gebracht, wieder mal nach Hogsmeade zu gehen. Weder Ron noch Hermine hatten große Lust dazu und so wanderten sie mit Harry über die Ländereien und unterhielten sich über die erstaunlichen Ereignisse der vergangenen Nacht. Wo Sirius und Seidenschnabel inzwischen wohl waren. Sie ließen sich am Seeufer nieder und beobachteten den Riesenkraken, der mit seinen Greifarmen faul im Wasser planscht.
Harry verlor den Gesprächsfaden, als er hinüber auf die andere Seite sah. Vom anderen Ufer her war der Hirsch letzte Nacht auf ihn zugaloppiert. Ein Schatten fiel über sie und als sie aufblickten, stand ein recht trübäugiger Hagrid hinter ihnen. Er wischte sich mit einem seiner tischtuchgroßen Taschentücher den Schweiß vom Gesicht und strahlte sie an. »Ich weiß, ich sollte nicht so guter Laune sein nach dem, was gestern Nacht passiert ist«, sagte er, »wo doch Black schon wieder geflohen ist, aber wisst ihr was?« »Was?« sagten sie und setzten ernste Mienen auf. »Schnäbelchen, er ist entkommen. Er ist frei, habe die ganze Nacht gefeiert.« »Das ist ja toll«, sagte Hermine und warf Ron, der kaum das Lachen unterdrücken konnte, einen vorwurfsvollen Blick zu. »Ja, muss ihn wohl nicht richtig festgebunden haben«, sagte Hagrid und ließ den Blick glückselig über das Land schweifen. »Hab mir heute Morgen allerdings doch Sorgen gemacht, Leute. Dachte, er wäre irgendwo da draußen vielleicht Professor Lupin über den Weg gelaufen, aber Lupin sagt, er hätte gestern Nacht überhaupt nichts gefressen.« »Wie bitte?« sagt Harry rasch. »Oh mich der Teufel, habt ihr es noch nicht gehört?« fragte Hagrid und sein Lächeln verblasste ein wenig. Obwohl niemand in der Nähe war, senkte er die Stimme. »Snape hat es heute Morgen in Slytherins gesagt. Dachte, ihr wisst es inzwischen. Professor Lupin ist ein Werwolf. Und er hat sich letzte Nacht auf den Ländereien rumgetrieben. Er packt es natürlich seine Sachen.« »Er packt?« sagte Harry erschrocken. »Warum?« »Tja, er muss gehen, nicht wahr?« sagte Hagrid und schien überrascht, dass Harry auch noch fragen konnte. »Hat gleich heute Morgen gekündigt«, sagte er, »könne es nicht nochmal riskieren.« Harry rappelte sich hoch. »Ich gehe zu ihm«, sagte er zu Ron und Hermine gewandt. »Aber wenn er gekündigt hat, klingt nicht so, als könnten wir noch was tun.« »Ist mir egal, ich will ihn trotzdem nochmal mit ihm reden. Wir treffen uns dann hier.« Lupins Bürotür stand offen. Er war im Packen fast fertig. Der leere Glasbehälter der Grindelwalds stand neben seinem zerbeulten alten Koffer, in dem nicht mehr viel Platz war. Lupin beugte sich über etwas auf seinem Schreibtisch und sah erst auf, als Harry an die Tür klopfte. »Ich hab dich kommen sehen«, sagte Lupin lächelnd. Er deutete auf das Pergament, über dem er gebrütet hatte. Es war die Karte des Rumtreibers. »Ich hab eben Hagrid gesehen«, sagte Harry, »und er meinte, sie hätten gekündigt. Das stimmt doch nicht, oder?« »Ich fürchte doch«, sagte Lupin. Er fing jetzt an, die Schreibtischschubladen herauszuziehen und sie zu leeren. »Warum?« sagte Harry. »Das Zaubereiministerium glaubt doch nicht, dass sie Sirius geholfen haben, oder?« Lupin ging zur Tür und schloss sie. »Nein. Professor Dumbledore konnte Fudge davon überzeugen, dass ich versucht habe, euch das Leben zu retten.« Er seufzte. »Es hat das Fass für Sirius zum Überlaufen gebracht. Ich glaube, es hat ihn schwer getroffen, dass er den Orden der Merlin doch nicht bekommt.« »Also hat er heute Morgen beim Frühstück versehentlich ausgeplaudert, dass ich ein Werwolf bin.« »Sie gehen doch nicht etwa deswegen«, sagte Harry. Lupin lächelte gequält. »Morgen um diese Zeit trudeln die Eulen von den Eltern ein. Sie werden keinen Werwolf als Lehrer ihrer Kinder haben wollen, Harry. Und nach dem, was letzte Nacht passiert ist, kann ich sie verstehen. Ich hätte jeden von euch beißen können und das darf nie mehr vorkommen.« »Sie sind der beste Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste, die wir je hatten«, sagte Harry. »Bleiben Sie!« Lupin schüttelte den Kopf und schwieg. Er räumte die nächste Schublade aus. Dann, während Harry noch nach einem guten Grund suchte, um ihn zum Bleiben zu bewegen, sagte Lupin: »Nach dem, was der Schulleiter mir heute Morgen erzählt hat, hast du letzte Nacht einige Leben gerettet, Harry. Wenn ich dieses Jahr auf etwas stolz sein kann, dann darauf, wie viel du gelernt hast. Erzähl mir von deinem Patronus.« »Woher wissen Sie das?« »Was sonst hätte die Dementoren vertreiben können?« Harry schilderte Lupin, was geschehen war. Am Ende lächelte Lupin. »Ja, dein Vater hat sich immer in einen Hirsch verwandelt«, sagte er. »Du hast richtig geraten. Darum haben wir ihn Krone genannt.« Lupin warf die letzten Bücher in den Koffer, schloss die Schubladen und wandte sich Harry zu. »Hier, was habe ich letzte Nacht aus der heulenden Hütte geholt?« sagte er und gab Harry den Tarnumhang zurück. »Und?« Er zögerte. Dann streckte er ihm auch die Karte des Rumtreibers entgegen. »Ich bin nicht mehr dein Lehrer, also fühle ich mich auch nicht unwohl dabei, wenn ich sie zurückgebe. Ich kann sie nicht gebrauchen und ich bin sicher, Ron und Hermine werden sie noch nützlich finden.« Grinsend nahm Harry die Karte entgegen.
Sie haben gesagt, Moni, Wurmschwanz, Tatz und Krone hätten mich aus der Schule locken wollen. Sie hätten das lustig gefunden. Das hätten wir auch getan, sagte Lupin und bückte sich, um den Koffer zu schließen. Ich will dir nichts verhehlen, dass James mächtig enttäuscht gewesen wäre, wenn sein Sohn nie in einen der Geheimgänge aus dem Schloss gefunden hätte. Jemand klopfte. Harry stopfte die Karte in den Tarnumhang hastig in die Tasche. Es war Professor Dumbledore. Er schien nicht überrascht, Harry vorzufinden. »Ihre Kutsche wartet vorne am Tor, Remus«, sagte er. »Vielen Dank, Direktor.« Lupin hob seinen alten Koffer und den leeren Grindelwald-Kasten hoch. »Also, auf Wiedersehen, Harry«, sagte er lächelnd. »Es hat richtig Spaß gemacht, ein Lehrer zu sein. Ich bin sicher, wir sehen uns eines Tages wieder. Direktor, Sie müssen mich nicht mehr rausbegleiten. Ich schaffe das schon.« Harry hatte den Eindruck, als wolle Lupin so schnell wie möglich fort. »Dann noch Wiedersehen, Remus«, sagte Dumbledore trocken. Lupin nahm den Glaskasten unter den Arm und schüttelte Dumbledore die Hand. Dann, mit einem letzten Kopfnicken für Harry und dem Anflug eines Lächelns, ging Lupin hinaus. Harry setzte sich auf Lupins Stuhl und starrte trübselig zu Boden. Er hörte die Tür ins Schloss fallen und sah auf Dumbledore und sah auf. Dumbledore war noch da. »Warum so niedergeschlagen, Harry?«, fragte er sanft. »Nach der letzten Nacht solltest du sehr stolz auf dich sein.« »Ich habe doch nichts ausrichten können«, sagte Harry erbittert. »Pettigrew ist entkommen.« »Nichts ausrichten?«, sagte Dumbledore leise. »Du hast etwas Entscheidendes geschafft, Harry. Du hast dazu beigetragen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Du hast einen Unschuldigen vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt. Schrecklich.« Etwas regte sich in Harry. Größer und schrecklicher denn je. Die Vorhersage von Professor Trelawney. »Professor Dumbledore, gestern, als ich meine Prüfungen wahrsagen hatte, ist Professor Trelawney plötzlich sehr merkwürdig geworden.« »Tatsächlich?«, sagte Dumbledore. »Merkwürdiger als sonst, meinst du?« »Ja, ihre Stimme war plötzlich ganz tief und ihre Augen kullerten. Und sie sagte, Voldemorts Knecht würde sich auf den Weg machen und noch vor Mitternacht zu ihm zurückkehren. Der Knecht würde ihm helfen, wieder an die Macht zu kommen.« Harry blickte zu Dumbledore auf. »Und dann wurde sie sozusagen wieder normal und sie konnte sich an nichts mehr erinnern. Was war das? War das eine echte Vorhersage?« Dumbledore schien milde beeindruckt. »Weißt du, Harry, ich glaube, das könnte sein«, sagte er nachdenklich. »Wer hätte das gedacht? Damit steigt die Zahl ihrer wahren Vorhersagen auf 2. Ich sollte ihr eine Gehaltserhöhung anbieten.« »Aber...« Harry sah ihn entgeistert an. Wie konnte Dumbledore das nur so leicht nehmen? »Aber ich habe Sirius und Professor Lupin davon abgehalten, Pettigrew zu töten. Das ist meine Schuld, wenn Voldemort zurückkommt.« »Keineswegs«, sagte Dumbledore gelassen. »Hat die Erfahrung mit dem Zeitumkehrer dich nichts gelehrt, Harry? Die Folgen unserer Handlungen sind immer so verwickelt, so vielfältig, dass die Vorhersage der Zukunft ein äußerst schwieriges Geschäft ist. Professor Trelawney, die Gute, ist der lebende Beweis dafür. Du hast etwas sehr Achtenswertes getan, als du Pettigrews Leben gerettet hast.« »Aber wenn er Voldemort hilft, an die Macht zu kommen?« »Pettigrew verdankt dir sein Leben. Du hast Voldemort einen Gehilfen geschickt, der in deiner Schuld steht. Wenn ein Zauberer das Leben eines anderen Zauberers rettet, entsteht ein gewisses Band zwischen ihnen. Und ich müsste mich schwer irren, wenn Voldemort einen Knecht will, der in Harry Potters Schuld steht.« »Ich will nichts mit Pettigrew zu tun haben«, sagte Harry. »Er hat meine Eltern verraten.« »Das ist ganz tief, undurchdringliche Magie, Harry. Aber glaub mir, der Tag mag kommen, an dem du sehr froh sein wirst, Pettigrew den Tod erspart zu haben.« Harry konnte sich nicht vorstellen, wenn das sein sollte. Dumbledore schien zu ahnen, was er dachte. »Ich kannte deinen Vater sehr gut, Harry, obwohl sowohl in Hogwarts als auch später«, sagte er leise. »Auch er hätte Pettigrew das Leben gerettet, da bin ich mir sicher.« Harry sah zu ihm auf. Dumbledore würde nicht lachen. Ihm konnte er es sagen. »Ich dachte, es wäre mein Dad, der den Patronus heraufbeschworen hat. Als ich mich selbst am anderen Ufer gesehen habe, dachte ich, würde ihn sehen.« »Ein solches Versehen passiert leicht«, sagte Dumbledore sanft. »Es ist sicher nichts Neues für dich, aber
Du siehst James verblüffend ähnlich, nur deine Augen, die Augen hast du von deiner Mutter. Harry schüttelte den Kopf. Es war dumm von mir zu denken, es wäre mein Dad, Mulder. Ich weiß doch, dass er tot ist. Glaubst du, die Toten, die wir liebten, verlassen uns je ganz? Glaubst du, es ist Zufall, dass wir uns in der größten Not am deutlichsten an sie erinnern? Du weißt, er lebt in dir weiter, Harry, und zeigt sich am deutlichsten, wenn du fest an ihn denkst. Wie sonst konntest du gerade diesen Patronus erschaffen? Er trat letzte Nacht wieder in dein Leben. Harry brauchte eine Weile, um Dumbledores Worte zu begreifen. Sirius hat mir letzte Nacht erzählt, wie sie Animagi wurden, sagte Dumbledore, lächelnd. Eine ungeheure Leistung und nicht zuletzt, dass sie es von mir geheim gehalten haben. Und dann fiel mir ein, welch ungewöhnliche Gestalt dein Patronus annahm, als er Mr. Malfoy beim Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw so zusetzte. Weißt du, Harry, in gewisser Weise hast du deinen Dad letzte Nacht wiedergesehen. Du hast ihn in dir selbst gefunden. Dumbledore ging hinaus und überließ Harry seinen arg verwirrenden Gedanken. Keiner in Hogwarts kannte jetzt die Wahrheit über das Geschehen in der Nacht, als Sirius, Seidenschnabel und Pettigrew verschwanden und außer Harry, Ron, Hermine und Dumbledore. Das Schuljahr ging nur rasch zum Ende zu und Harry hörte die unterschiedlichsten Theorien über das, was wirklich geschehen war, doch keine kam der Wahrheit auch nur nahe. Malfoy war wütend wegen Seidenschnabel. Er war überzeugt, Hagrid sei es irgendwie gelungen, den Hippogreif in Sicherheit zu bringen, und er schien außer sich vor Zorn, dass ein Wildhüter ihm und seinem Vater ein Schnippchen geschlagen hatte. Percy Weasley unterdessen hatte einiges zur Flucht von Sirius zu sagen. Wenn ich es schaffe, ins Ministerium zu kommen, werde ich denen mal erklären, wie man in der Zaubererwelt Recht und Ordnung durchsetzt, erklärte er dem einzigen Menschen, der zuhören wollte, seiner Freundin Penelope. Das Wetter war herrlich, alle waren bestens gelaunt, Harry wusste, dass sie es fast unmöglich geschafft hatten und Sirius zur Freiheit verholfen hatten. Und doch hatte er dem Ende eines Schuljahres noch nie so ein niedergeschlagen entgegengesehen. Offensichtlich war er nicht der Einzige, der es schade fand, dass Professor Lupin gegangen war. Alle, die bei ihm Verteidigung gegen die dunklen Künste gehabt hatten, waren über seine Kündigung gestürzt. »Ich frage mich, wenn sie nächstes Jahr uns vorsetzen«, sagte Seamus Finnegan mit düsterer Miene. »Vielleicht ein Vampir«, meinte Dean Thomas hoffnungsvoll. Nicht allein der Abschied von Professor Lupin bedrückte Harry. Ständig musste er an Professor Trelawneys Vorhersage denken. Er fragte sich immer wieder, wo Pettigrew jetzt wohl steckte, ob er bereits Zuflucht bei Voldemort gefunden hatte. Doch was Harry die Laune besonders vermieste, war die Aussicht, zu den Dursleys zurückzukehren. Gut eine halbe Stunde lang, eine herrliche halbe Stunde lang hat er geglaubt, er würde von nun an bei Sirius leben, beim besten Freund seiner Eltern. Das wäre fast so gut gewesen, wie seinen Vater zurückzubekommen. Keine Nachricht von Sirius war natürlich eine gute Nachricht, denn das hieß, er hätte sich verstecken können. Und doch war Harry einfach elend zumute, wenn er an das Zuhause dachte, das er hätte haben können. Am letzten Schultag bekamen sie die Prüfungsergebnisse. Harry, Ron und Hermine hatten es in jedem Fach geschafft. Harry war verblüfft, dass er in Zaubertränke nicht durchgefallen war. Er hatte den dunklen Verdacht, dass Dumbledore eingegriffen und Snape daran gehindert hatte, ihn absichtlich durchrasseln zu lassen. Wie Snape sich ihm gegenüber in der letzten Woche verhalten hatte, war äußerst beunruhigend. Harry hätte es nicht für möglich gehalten, dass Snape sich noch mehr in seinen Hass gegen ihn hineinsteigern konnte. Doch genau so war es. Jedes Mal, wenn er Harry ansah, zuckte es unheilverkündend um seinen schmalen Mund und er ließ die Fingerknöchel knacken, als ob er danach gierte, die Finger ganz fest um Harrys Hals zu legen. Percy hatte sein UTZ geschafft, Fred und George um Haaresbreite ihren ersten ZAG. Die Gryffindors unterdessen hatten vor allem dank der aufsehenerregenden Leistung im Quidditch Cup das dritte Jahr in Folge die Hausmeisterschaft gewonnen. So war die Halle beim Abschlussfest ganz in Scharlachrot und Gold geschmückt und am Tisch der Gryffindors ging es bei der Feier natürlich am lautesten zu. Selbst Harry schaffte es, die Rückreise zu den Dursleys am nächsten Tag anstand zu vergessen und er feierte, redete und lachte mit den anderen. Als der Hogwarts-Express am nächsten Morgen aus dem Bahnhof fuhr, konnte Hermine mit einer erstaunlichen Neuigkeit für Harry und Ron aufwarten. »Heute Morgen, kurz vor dem Frühstück, habe ich mit Professor McGonagall gesprochen. Ich habe beschlossen, Muggelkunde sausen zu lassen.« »Aber du hast doch die Prüfung mit 320% geschafft,« sagte Ron. »Ich weiß,« seufzte Hermine, »aber noch ein Jahr wie dieses halte ich nicht aus. Dieses Zeitumkehren hat mich ganz verrückt gemacht.
Ich habe ihn zurückgegeben. Ohne Muggelkunde und Wahrsagen habe ich endlich wieder einen ganz gewöhnlichen Stundenplan. Ich kann immer noch nicht fassen, dass du uns nichts davon gesagt hast, grollte Ron. Wo wir angeblich einer der besten Freunde sind. Ich habe versprochen, es niemandem zu sagen, sagte Hermine streng. Sie wandte sich Harry zu, der aus dem Fenster sah, wie Hogwarts hinter einem Berg verschwand. 2 ganze Monate, bis er es wieder sehen würde. Ach, Kopf hoch, Harry, sagte Hermine besorgt. Mir geht's gut, sagte Harry rasch. Ich denke nur an die Ferien. Ja, daran habe ich auch gedacht, sagte Ron. Harry, du musst uns mal besuchen kommen. Ich rede jetzt erstmal mit Mama und Dad und dann rufe ich dich an. Ich weiß jetzt, wie man einen Fedeturm benutzt. Ein Telefon, Ron, sagt Hermine. Ehrlich mal, du solltest nächstes Mal Muggelkunde besetzen. Ron überging das. In diesem Sommer ist die Weltmeisterschaft in Quidditch. Wie wär's, Harry? Komm ein paar Wochen zu uns und wir gehen hin. Dad kriegt meistens Karten übers Büro. Der Vorschlag verfehlte seine Wirkung nicht und heiterte Harry kräftig auf. Ja, ich wette, die Dursleys sind froh, wenn sie mich los sind. Besonders nach dem, was ich mit Tante Magda angestellt habe. Um einiges besser klar und spielte Harry mit Ron und Hermine ein paar Partien Snape explodiert. Und als die Hexe mit dem Teewagen an die Tür kam, kaufte er sich ein recht üppiges Mittagessen. Alleine, allerdings nicht mit Schokolade drin. Doch spät am Nachmittag dann tauchte das, was ihn so unglücklich machte, wieder auf. Harry, sagte Hermine plötzlich. Sie sah an ihm vorbei aus dem Fenster. Was ist das eigentlich da draußen? Harry wandte sich um. Etwas Kleines und Graues hüpfte vor dem Fenster auf und ab. Er stand auf, um es besser sehen zu können, und erkannte eine winzige Eule mit einem Brief im Schnabel, der viel zu groß für sie war. So klein war die Eule, dass sie heftig am Trudeln war und im Fahrtwind des Zuges immer wieder schnell gegen die Scheibe klatschte. Schnell zog Harry das Fenster runter, streckte den Arm hinaus und fing sie ein. Sie fühlte sich an wie ein sehr flommiger Schnatz. Vorsichtig holte er sie ins Abteil. Die Eule ließ ihren Brief auf Harrys Sitz fallen und begann im Abteil herumzuflattern, offenbar hochzufrieden, dass sie ihre Aufgabe geschafft hatte. Hedwig, mit würdevoller Miene, klapperte missbilligend mit dem Schnabel. Krummbein erwachte aus dem Schlaf, setzte sich auf und folgte der Eule mit seinen großen gelben Augen. Ron, dem das nicht entging, fing die Eule ein und barg sie in der Hand. Harry nahm den Brief hoch, er trug seinen Namen. Er riss den Umschlag auf und rief, von Sirius. Was? Sagten Ron und Hermine begeistert. Lies ihn laut vor. Lieber Harry, ich hoffe, dieser Brief erreicht dich, bevor du zu Onkel und Tante kommst. Ich weiß nicht, ob sie an Eulenpost gewöhnt sind. Seidenschnabel und ich haben ein Versteck gefunden. Ich sag dir nicht, wo es ist, falls diese Eule in die falschen Hände gerät. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie zuverlässig sie ist, aber sie ist die beste, die ich finden konnte, und sie schien ganz scharf auf diesen Job. Ich glaube, die Dementoren suchen immer noch nach mir, doch hier werden sie mich bestimmt nicht finden. Ich werde mich demnächst irgendwo ein paar Muggel zeigen, weit weg von Hogwarts, sodass die Sicherheitsvorkehrungen im Schloss aufheben können. Es gibt noch etwas, das ich dir bei unserem kurzen Zusammentreffen nicht erzählen konnte. Ich war es, der dir den Feuerblitz geschickt hat. Ha, sagte Hermine triumphierend. Siehste, ich hab's dir doch gesagt. Ja, er hat ihn nicht verhext, oder? Sagte Ron. Autsch. Die winzige Eule, die inzwischen glücklich in seiner Hand fiebte, hatte ihm offenbar einen Finger gepickt und es offenbar zärtlich gemeint. Krummbein brachte für mich die Bestellung zur Eulenpost. Ich habe deinen Namen verwendet, aber geschrieben, dass sie das Gold aus dem Gringotts Verlies Nummer 711 nehmen sollen, das mir gehört. Bitte betrachte den Feuerblitz als 13. Geburtstagsgeschenk. Auf einmal von deinem Paten. Ich möchte mich auch dafür entschuldigen, dass ich dir im letzten Jahr offenbar so viel Angst bereitet habe. Und zwar in der Nacht, als du das Haus deines Onkels verlassen hattest. Ich wollte nur kurz einen Blick auf dich werfen, bevor ich mich auf die Reise nach Norden begab. Ich glaube, mein Anblick hat dir einen Schock verpasst. Ich habe noch etwas für dich beigelegt, von dem ich glaube, dass das dein nächstes Jahr in Hogwarts vergnüglicher machen wird. Wenn du mich je brauchst, schick mir eine Nachricht, deine Eule wird mich finden. Ich schreibe dir bald wieder. Sirius. Harry sah so vor dem Umschlag nach. Darin war noch ein Stück Pergament. Er las es rasch durch und fühlte sich plötzlich so warm und zufrieden, als ob er eine Flasche heißes Butterbier in einem Zug getrunken hatte. Ich,
Sirius Black, Harry Potters Pate, erteile ihm hiermit die Erlaubnis, an den Wochenenden nach Hogsmeade zu gehen. Das wird Dumbledore genügen, sagte Harry glücklich. Er kehrte zu Sirius Brief zurück. Warte, da ist noch ein PS. Vielleicht will dein Freund Ron diese Heule behalten. Immerhin ist es meine Schuld, dass er keine Ratte mehr hat. Ron machte große Augen. Die Windseule fiebte immer noch aufgeregt. Sie behalten? Sagte er unsicher. Ein Moment lang musterte er die Eule scharf und dann, zu Harrys und Hermines Verblüffung, hielt er sie zu Krummbein zum Schnüffeln unter die Nase. Was schätzt du? Fragte Ron den Kater. Eindeutig eine Eule? Krummbein schnurrte. Das genügt mir, sagte Ron glücklich. Sie gehört mir. Harry las den Brief von Sirius immer Wort für Wort durch, bis sie im Bahnhof King's Cross einfuhren. Er hatte ihn immer noch fest umklammert, als sie zu dritt durch die Absperrung von Gleis 9 3 Viertel in die Muggelwelt traten. Harry sah Onkel Vernon auf den ersten Blick. Er hatte sich in einigem Abstand von Mr. und Mrs. Weasley aufgestellt und äugte misstrauisch herüber, und als Mrs. Weasley Harry zur Begrüßung herzlich umarmte, schienen seine schlimmsten Vermutungen über sie bestätigt. »Ich rufe dich wegen der Weltmeisterschaft an«, rief Ron Harry nach. Harry winkte Ron und Hermine zum Abschied und schob seine Gepäckwagen mit seinem Koffer und Hedwigs Käfig hinüber zu Onkel Vernon, der ihn auf die übliche Weise begrüßte. »Was das denn?« raunzte er und starrte auf den Umschlag, den Harry immer noch in der Hand hielt. »Wenn das wieder so ein Formular ist, das ich unterschreiben soll, dann kannst du es dir...« »Ist es nicht«, sagte Harry vergnügt. »Das ist ein Brief von meinem Paten.« »Paten?« brustete Onkel Vernon. »Du hast doch keinen Paten.« »Hab ich doch«, sagte Harry strahlend. »Er war der beste Freund von Mom und Dad. Er ist ein verurteilter Mörder, aber er ist aus dem Zaubereigefängnis ausgebrochen und auf der Flucht. Er möchte aber trotzdem gerne in Verbindung mit mir bleiben. Will wissen, was es so Neues gibt und ob es mir auch gut geht.« Breit grinsend, angesichts des entsetzten Onkel Vernon, schob Harry die ratternde Karre vor sich her zum Ausgang. Es sah ganz danach aus, als sollte dieser Sommer viel besser werden als der letzte. Ja, das war das letzte Kapitel aus dem dritten Buch. Das ist perfektes Timing, Steingitter. Hallo an alle, die jetzt noch neu dazugekommen sind, aber wir haben gerade das letzte Buch, also das letzte Kapitel aus dem dritten Buch fertig gelesen. Das ist jetzt also geschafft. Ich schneide jetzt die Videos zusammen und dann lade ich die nächsten Tage und Wochen mal hoch. Dann habt ihr jede Woche wieder, so wie gehabt, eigentlich ein neues Kapitel. Es sind jetzt ja locker 5-6 Kapitel, die da zusammengekommen sind, also habt ihr auf jeden Fall mal ein bisschen Nachschub an Kapiteln. Und dann gibt es auch mal wieder einen Livestream und dann machen wir weiter mit dem vierten Teil. Der ja auch sehr spannend ist, weil dann gewisse Dinge passieren, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, falls es noch jemand nicht kennt. Der kommt November im Kino, ja, genau. Ja, ich hoffe, es hat jetzt nicht zu sehr gehangen. Wie gesagt, ich bin jetzt über meinen Handy-Hotspot drin. Ich muss jetzt auch die Qualität ein bisschen runterschrauben. Ich hoffe, das ist trotzdem noch okay. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt und jetzt ein bisschen später gekommen seid, wir haben heute 3 Kapitel gemacht. Oder 4, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube 3. Und das Buch zu Ende gelesen, dann könnt ihr jetzt gerne den Livestream nochmal von vorne anhören. Ja, der vierte ist, ich glaube, sogar auch mein Lieblingsteil. Ich fand den vierten auch immer gut. Sowohl Film als auch Buch. Es war okay. Okay, da ist gut. Nicht perfekt, aber es war okay. Gut, ich schreibe das auch nochmal ins Discord. Ich lasse euch da auch wissen, wann die nächsten Teile kommen. Ich glaube, zum Beispiel morgen könnte ich einen Teil hochladen und dann Sonntagabend wie immer so um 9 oder so, dass es rauskommt. Aber ja, dann machen wir weiter mit dem vierten Teil. Ich denke morgen eher kein Livestream. Ich muss mal gucken, ob ich das mit dem WLAN hier irgendwie in den Griff bekomme, dass es ein bisschen besser wird und nicht hängt und die Qualität ein bisschen besser ist.
Ja, ich glaube, die haben ja sogar, wenn ich mich richtig erinnere, dass man überlegt, ob sie da nicht sogar zwei Teile draus machen, weil es ist ja schon ein langes, dickes Buch, auch ein langer Film. Da hätte man locker, also man kann ja locker auch aus jedem Buch eine eigene Staffel machen von der Serie und die dann irgendwie 20 Folgen mit je einer Stunde zu jedem Buch. Also das ist ja wirklich unglaublich viel, was man da einbauen kann. Deswegen fehlt da halt vieles in den Filmen, ja. Aber ich fand den vierten Film trotzdem ganz gut. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Livestream. Oder ihr schaut den jetzt nochmal von vorne, wenn ihr später gekommen seid. Ich mache den gleich online. 2 Minuten. Und dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. War schön, dass ihr alle dabei wart. Besser gewesen, es wird gerade. Ja, das stimmt. Vielleicht kommt ja noch eine Serie. Ich glaube, eine Herr der Ringe-Serie gibt es ja auch oder soll es geben. Ich weiß gar nicht genau, habe ich jetzt nicht geschaut. Vielleicht gibt es ja mal noch eine Harry Potter-Serie. Nochmal neu aufgerollt. Mit anderen Schauspielern. Gefühlt 20 Jahre später. Wäre eigentlich ganz cool. Gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.